Tropico 6 ist draußen. Super gute Wirtschaftssimulation mit Sonne, guter Samba-Musik und lecker Bananen. Das gibt's gleich hier. Sechster Teil schon. Ist echt eine ganze Menge. Tropico 6. Ich erinnere mich noch damals an den ersten Teil. Und das waren ja auch, sind ja mittlerweile, glaube ich, mindestens 3 Entwicklerstudios, die die Serie programmiert haben. Jetzt erstmals Limbic Entertainment. Vor was? Hemimond Games. Und ähnlich sieht das auf jeden Fall aus, Tropico 6. Ist viel größer geworden. Lass uns direkt mal reingucken. Wir können neues Spiel starten, dann haben wir eine Kampagne. Ist gar nicht schlecht, die ist immer sehr, sehr lustig. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Penultimo, den Berater des Präsidenten, der wunderschön vertont ist, tolle, interessante Geschichten erzählt hat und der führt uns hier durch eine Kampagne. Ich würde aber, glaube ich, für heute einmal sagen, wir spielen eine Sandbox. Also hier bei den Missionen, das habe ich euch gerade erklärt. Wir klicken mal ganz kurz drauf. Da habt ihr hier diese 3, 6, 9, 15 verschiedene Missionen. Die bilden die Kampagne und die führen euch so ein bisschen auch durch die Zeitalter. Ihr seht denn hier unter Zeitalter, wir spielen nur in der Zeit, in der wir noch eine Kolonie der Krone sind. Ja, Tropico 6, ähnlich wie auch schon Tropico 5 und ich weiß nicht, ob es bei 4 auch schon war, führt durch verschiedene Zeitalter. Bei der Sandbox ist es auch so, nur da haben wir einfach alles. Und ich habe mal reingeguckt in die Kampagne. Es macht tierisch Spaß. Das Einzige, was mich da stört, ist, dass ihr wirklich nur dieses eine Zeitalter habt. Und wenn ihr das Zeitalter quasi, oder wenn ihr die Aufgabe erfüllt habt am Ende von dieser Mission, dann ist das Spiel vorbei. Und das finde ich immer sehr, sehr schade, weil gerade dann fängt es ja an. Dann will man ja weiterspielen. Auf der anderen Seite ist die zweite Mission, die findet denn nur hier in diesem Zeitalter statt. Das ist wahrscheinlich das Zeitalter der Weltkriege hier mit dem Helm, wenn ich das gerade richtig interpretiere. Das sind immer nur kleine Ausschnitte eigentlich von dem. Und ich mag es lieber, wenn wir in die Sandbox gehen und von vorne anfangen und bis Ende spielen können. Das werden wir wahrscheinlich heute nicht schaffen. Aber zumindest hätten wir die Möglichkeit. Und wir haben auch ein bisschen mehr Ruhe, weil die nicht immer dazwischen quasseln. Wir können uns eine Insel auswählen. Ihr seht, das sind wirklich eine ganze Menge. Und ich glaube, man kann tatsächlich auch die zufällig generieren. Erst dachte ich, dass hier auf zufällige Karte, seht ihr das überhaupt? Mein Bild ist da leider vor. Aber hier ist so ein Fragezeichenwürfel, genau. Und den seht ihr hier auch. Das ist, glaube ich, wirklich eine zufällig generierte Karte und nicht eine aus dem Pool dieser, was ist das? Ich glaube, 30 Karten insgesamt. Und wir wählen jetzt aber mal eine von denen hier, weil die wirklich schon ganz schick sind. Und ich kann mich da immer nicht entscheiden. Die sind wirklich alle richtig gut, richtig groß. Und was zuerst auffällt, das sind immer gleich mehrere Inseln. Das ist nämlich, ich glaube, das ist neu, oder? War das bei Tropico 5 auch schon, dass man mehrere Inseln hatte? Nee, das ist doch jetzt neu. Welche nehmen wir? Eine mit viel Platz, aber auch mit schönen Stränden. Wollen wir die hier nehmen? Die sieht irgendwie sehr gut aus. Schön, oh, da können wir gut auf Touristen gehen. Ist sogar ein Vulkan da. Hier rechts, das kennt ihr bei jedem guten Strategiespiel, könnt ihr noch so ein paar Rahmenbedingungen festlegen. Ich würde es jetzt mal auf Standard lassen, um euch nicht zu verwirren. Und da könnt ihr im Grunde euch das selber noch ein bisschen einfacher oder schwerer machen. Ne? Seht hier bis zu 200.000 Dollar Startgeld. Das ist wieder ein bisschen viel. Ich finde 50.000 auch schon ein bisschen viel. Aber um das nicht zu lange zu strecken, würde ich da jetzt mir nicht unnötig Steine in den Weg legen wollen. Wir machen hier mal, dass wir wenigstens rein theoretisch eine Siegbedingung haben. Die Schweizer Bank auf 250.000 starten die Karte. Ihr seht hier, das ist ganz lustig, mal ganz kleine Facts von Diktatoren. Da habe ich auch schon viel gelernt. Zum Beispiel, dass Saddam Hussein Whitney Houston's Song I Will Always Love You in seinem Wahlkampf benutzt hatte und so. So ein paar Dinge, die man vielleicht noch nicht gehört hat. Denn wir sind ja auch Diktator und wir wohnen in diesem Palast. Sehen wir uns schon? Nee, unser Balkon ist gerade noch unbesetzt. Aber wir werden uns gleich sehen. Das ist unsere Startsiedlung.
Man fängt immer mit so einer kleinen Siedlung an. Ich weiß, einige von euch wollen bei Null anfangen, aber das ist bei Tropico, glaube ich, fast gar nicht möglich. Man hat immer so eine kleine Basis. Und dazu gehört erstmal das Baubüro. Das sind die Leute, die Sachen bauen. Dazu gehören die Leute vom Transportbüro. Die tragen in ihren Wagen, ihr habt da gerade einen rausgehen sehen. Hier seht ihr ihn noch. Die tragen die Waren von A nach B. Wir haben eine kleine Kapelle, das sind alles Wohnhäuser, die wir hier sehen. Unser Palast, der ist Standard. Und eine Farm mit Bananen. Und wenn wir rauszoomen, seht ihr, das geht relativ stufenlos. Wobei, stufenlos was anderes. Irgendwann springt er denn so raus. Ich finde, das hätten sie ruhig machen können. Dass die Stufen hier zwischen hätten noch sein können. Also stufenloses Zoom bin ich schon Fan von. Hätte hier auch gut getan, weil ich finde das immer noch einen kleinen Tick zu dicht dran. Besonders wenn man zum Beispiel anfängt, hier Plantagen aufzubauen und möchte dann gucken, okay, wo ist denn jetzt hier die Fruchtbarkeit für die Banane noch gut? Dann müsste hier von Hand überall so langsam lang links. Da würde ich gerne rauszoomen. Das geht jetzt aber nicht, weil in diesem Moment dreht er jetzt nur noch die Gebäude. Ah, na komm, Kleinigkeit. Wir machen das mal, legen los. Wir brauchen ein paar Basics, ein bisschen Essen. Das ist der Fischereihafen. Den hauen wir hier hin. Die Straße verbinden. Ich würde sagen, wir machen das mal. Straßen können wir jederzeit abreißen und neu legen. Aber so sieht das schon mal ganz gut aus. Und jetzt müssen erst die Leute aus dem Transportbüro los. Da seht ihr sie auch schon, wie sie ausschwärmen. 6 Arbeiter arbeiten da gerade drin. Die sind manchmal ein bisschen doof. Die haben jetzt nicht mitgekriegt, dass ich da gerade die Straße gebaut hatte. Die sind losgefahren im Unwissen, dass da eine neue Straße ist. Und deswegen steigen sie hier aus, anstelle, dass sie anscheinend hier jetzt durchfahren. Jetzt dauert das Ganze 10-mal so lange. Macht nichts. Bauen wir einfach noch ein Baubüro. Kann ich euch auch empfehlen. 2 Baubüros tun wirklich gut. Und bei Tropico 6 ist es jetzt neuerdings auch so, das war früher nicht so extrem. Ihr braucht viel mehr Transportbüros, ne? Denzel, du kannst im Baumenü auch rauszoomen, sagt Schnubbi. Musst Control gedrückt halten, dann geht das Zoom mit dem Mausrad auch. Oh, ich wusste es doch. Das muss doch gehen. Ich probier's gleich mal. Weil das ist wirklich störend. Jetzt Control gedrückt. Ach, danke schön. Oh, wunderbar. Wisst ihr, wie... Danke, Schnubbi. Du vereinfachst mir mein Leben. Wunderbar. Danke, danke. Also, ich ziehe den Punkt zurück, aber wir kümmern uns eh hier um den Spaß, den man haben kann mit Tropico, denn ich verfolge die Serie seit Anbeginn der Zeiten, bin schon immer ein Fan davon, auch wenn die Serie den einen oder anderen Flaw hat, aber am Ende zählt doch wirklich, dass es Spaß macht und das ist bei Tropico absolut gegeben. Wir haben gerade einen Fischereihafen gebaut und damit die Leute zu essen haben, würde ich sagen, bauen wir noch ein paar Felder. Plantagen, nennen die sie hier. Und wir sehen, wir haben eine schon. Das hier ist Banane. Wir können auch im Vorfeld einmal abchecken, wenn wir hier auf dieses Inforaster gehen. Wie ist denn da die Fruchtbarkeit? Hier sehr viel, hier sehr viel. Das mache ich immer am Anfang. Einmal einen Überblick zu bekommen, wie das sich mit der Fruchtbarkeit verhält. Denn es gibt immer so ein paar Rohstoffe, die sind dann doch eher rar. Beziehungsweise kann man nicht überall anbauen. Hier auf der Insel scheint es recht easy zu sein. Also hier funktioniert alles. Aber manchmal müsst ihr gucken, dass ihr nicht alles mit Zucker- und Maisplantagen vollpflastert, weil später wollt ihr dann Kaffee oder Baumwolle anbauen und dann habt ihr vielleicht die Plätze schon vergeben. Da müsst ihr genau gucken. Aber hier scheint das alles in Ordnung zu sein. Was mir nicht gefällt, ist eigentlich, dass die Plantage so dicht dran ist an der City. Hier will ich eigentlich expandieren. Wir brauchen den Platz. Ich würde die einmal ganz kurz abreißen. Ja, das muss schön sein. Das tut mir leid. Das gefällt mir. Die ist mir zu dicht dran. Außerdem ist die auch nicht richtig dicht an der Wand hier dran. Das ist verschenkter Platz. Wir reißen die ab. Es dauert einen Moment und geht da jemand hin und springt das in die Luft. Ich frage mich, Gouverneur, heiligen die Mittel die zweckmäßige Gemeinheit? Für die Unabhängigkeit lohnt sich jedes Opfer. Heilen die Mittel, die zweckmäßige Gemeinheit. Für die Unabhängigkeit lohnt sich jedes Opfer. Ja, immer wieder kommen diese
kleine Aufgaben rein. Denn Ziel des Spiels ist es ja, auch die Bevölkerung zufriedenzustellen. Ne? Und da gibt es verschiedene Fraktionen bei Tropico. Und sie ist die Anführerin der Revolutionäre. Und Revolutionäre sind unsere Freunde. Denn wir wollen ja bald eine Revolution starten. Denn wie gesagt, wir sind ja noch im Zeitalter der Krone. Das heißt, wir sind eine Kolonie und unser Ziel ist es, die Unabhängigkeit zu erreichen. Und dafür brauchen Revolutionäre. Wie kriegen wir die? Mais herstellen. Machen wir. Mehr, easy. Gouverneur, mehr. Immer mehr. Na los, die Krone verlangt danach. Handelsroute mit der Krone erfüllen, auch kein Problem. Machen wir mal. Also diese Aufgaben solltet ihr auch annehmen. Ne? Die machen die Bevölkerung happy und haben immer irgendwas, was euch was bringt, von ihr profitiert. Wir müssen jetzt aber ganz schnell, bevor wir das angehen, hier unsere Nahrungsproduktion nochmal wieder aufbauen. Wir fangen an mit Bananen. Die waren vorher hier. Die will ich jetzt aber eigentlich eher so lieber hier haben. Perfekt. Ein Bananenfeld da. Dann machen wir gleich weiter. Was mit dem Mais? Den Mais, den können wir hier hin. Schön ins Knallgrüne, bitte. Ihr seht, wir haben 50.000. Am Anfang müsst ihr euch da noch keine Gedanken machen. Ihr kriegt eh so das Gefühl für, was muss ich bauen, wie viel muss ich wovon bauen. Das kriegt ihr bei Tropico leider. Ja, was heißt leider? Das ist bei Tropico einfach so. Das kriegt ihr nur durch Erfahrung. Da hilft euch das Spiel wenig. Bananen haben wir unten schon. Also kommt jetzt die Ananas. Aber das ist kein Minuspunkt für mich. Das finde ich gut. Ich meine, es gibt viele Spiele, die muss man erst ein paar Mal spielen und dann findet man raus, wie der Hase läuft. Ich meine, denk mal an Frostpunk oder RimWorld. Die Spiele haben alle keine astreinen Tutorials, die euch an die Hand nehmen und euch alles zeigen. Ich finde das viel besser, das selber rauszufinden. Weil ich habe gelesen, einige finden das irgendwie, legen das als Negativpunkt aus. Mich stört das nicht. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich die Serie einfach kenne. Jetzt sehen wir, der Zucker, der würde jetzt hier nicht mehr so erst rein hinpassen. Aber Zucker ist ja jetzt auch kein Grundnahrungsmittel. Aus Zucker baut man eher rum. Das braucht man zwar dringend für die Cornflakes und so weiter, aber die kommen auch erstmal ohne aus. Und Kakao, Tabak, Kaffee, darum kümmern wir uns später. Die Grundnahrungsmittel sind jetzt hier am Start. Lass uns mal die Straße verbinden. Dankeschön. So, warte, was ist jetzt hier passiert? Wir haben hier ein Problem, dadurch, dass die Straße, ihr seht das, hier Auto andockt, weil wir hier eine Kreuzung haben, gefällt mir das nicht ganz. Wir machen das jetzt einmal nur übergangsweise so. Das werden wir später korrigieren. Mir gefallen auch hier das Gefäß, wenn ich alles platt mache irgendwann, wenn ich die Kohle dafür habe. Sind die Baracken mit die wichtigsten Wohnhäusern, ne? Da passen, ihr seht, wie viele da reinpassen. 1, 2, 3, 6 Familien passen da rein. Wir haben hier noch andere Häuser. Das sind die Landhäuser. Da passen 2 Familien rein. Die sind tatsächlich ein bisschen besser. Und nicht jeder kann in jedes Haus rein, ne? Da müsst ihr auch drauf achten. Das kommt dann immer auf den sozialen Status an. Wie viel Kohle haben die? Okay, das waren die anderen beiden Nahrungsressourcen. Ich würde es mal gerade ziehen. Geht das so? Jawohl. Unser Fischereihafen ist fertig gebaut und unsere Leute laufen jetzt zurück. Das müsst ihr ja natürlich ein bisschen beachten, dass ihr diese Wege zwischen den einzelnen Produktionsstätten möglichst kurz haltet, weil da verliert ihr dann in Effektivität, ne? Wenn ihr irgendwie 2 Tage zur Arbeit laufen müssen, ist klar, dass das nicht unbedingt dann die effektivste Produktion ist. Also, wir müssen einmal die Basics noch aufmachen. Das Allerwichtigste ist am Anfang eigentlich die Bibliothek, dass ihr die mal setzt. Und in der Bibliothek forscht ihr nämlich. Ja, komm, hier hin. Oder? Und die Bibliothek hin, wunderbar. Der wird auch schon angefangen zu bauen. Und während wir hier den mal ganz kurz zuschauen, auf Standardgeschwindigkeit, ich werde später mal ein bisschen schneller stellen. Schau ich ganz kurz in den Chat. Hallo Chris, hallo
3 Iduda, hallo Sepp Lakefield, Seikandieb, Prinz Luca Blight, niemand, Antikultur 90. Kann man die Straße nicht von der Kreuzung aus durchgängig ziehen und einfach im rechten Winkel an die Farm andocken? Du meinst, ich hätte die Straße hier abziehen können und dann ein? Geht leider nicht, ist mir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das früher so war, aber man kann keine Einerstraßen bauen. Dafür hätte ich eine Einfeldstraße gebaut, wo du siehst, die minimale Länge einer Straße muss 2 Felder betragen. Deswegen hätte das hier hinten nicht funktioniert. Ja? Alex of the Dead fragt, ob ich Tropico 6 jemandem empfehlen würde, der auf seichte Strategiespiele wie Jurassic World steht. Ja, absolut. Es ist genau sowas. Das ist ein seichtes Strategiespiel. Das kann ich so laufen lassen. Die Geschwindigkeit ist extra so eingestellt, dass euch nichts passieren kann. Ich kann wirklich die Hände von der Maus nehmen. Das Spiel explodiert nicht. Nichts passiert, alles gut. Die Leute sind glücklich. Naja, 53% Unterstützung, Tendenz fallend. Aber gucken wir gleich mal. Ja, gerade Straßen in Tropico, das stört Bartos, mich auch ein bisschen, ändern wir vielleicht später noch. Aber da kommen wir natürlich dann wieder zu dem Konflikt zwischen Schönheit und erneut der Effektivität. Ungerade Straßen sehen zwar hübsch aus, verschwenden aber immer Platz. Gerade Straßen sind da nicht so. Müsst ihr selber gucken, wie ihr das seht. Dann wird gefragt, ob wir das im Multiplayer spielen wollen. Ich glaube, seit dem letzten Teil ist ja tatsächlich Multiplayer möglich. Und ich habe noch nie Tropico Multiplayer gespielt. Deswegen, ich muss auch ehrlich sagen, ich wüsste gar nicht, ob ich das will. Wozu? Müsste man mal ausprobieren, weil ich mich jetzt wirklich frage, da muss es ja irgendwelche speziellen Features geben, die irgendwie einen kleinen Sinn in den Multiplayer-Modus auch einfügen, dass man da gegeneinander spielen kann. Das ist ja so nicht gegeben. Wenn man jetzt nur den Singleplayer betrachtet. Würde ich gerne mal ausprobieren. Hast du recht. Schau ich mal rein bei Gelegenheit, um die Frage zu beantworten, wie ist eigentlich der Multiplayer von Tropico? Bei mir arbeiten die Leute nicht, sagt Chris. Ja, dann hast du vielleicht zu wenig Arbeitsplätze. Hier gibt es unglaublich viele Übersichten. Zum Beispiel hier unten, der Eimer nach. Ne? Das ist das wichtigste Ding. Gleich auf der ersten Seite siehst du obdachlose Bürger, arbeitslose Bürger. Das sind so 2 Zahlen, gegen die ihr die ganze Zeit im Spiel kämpft. Was ist vielleicht... Hört sich negativ an, aber das ist eure Aufgabe hauptsächlich. Die Obdachlosigkeit und die Arbeitslosenquote immer ausgewogen zu haben. Immer bei 0 am besten. Und das ist quasi die Hauptaufgabe in Tropico 6. Klingt einfach, ist aber wirklich schon ein bisschen tricky. Wir haben 23 Arbeitslose und 10 freie Arbeitsplätze. Da fragt ihr euch, wie kann das denn jetzt sein? Das liegt daran, weil die Jobs, ihr seht hier, verschiedene... warte mal, wo steht das? Ja, hier steht das. Die freien Arbeitsplätze, das sind Arbeitsplätze für ungebildete Arbeiter. Und es kann unter Umständen sein, dass zum Beispiel jetzt, wir haben 2 Highschool-Absolventen und einen aus einer Universität, der da promoviert hat oder was auch immer. Und die wollen da natürlich nicht arbeiten. Die 20 Leute, die wir hier haben, werden wahrscheinlich diese 10 Arbeitsplätze bald einnehmen. Zumindest die Hälfte von denen. Aber das ist relativ ausgewogen. Läuft. Die ganzen anderen Zahlen könnt ihr euch hier auch angucken, muss ich zugeben. Da schaue ich dann eher selten rein. Vereinzelt eher. Fällt mir jetzt auch nichts auf, wo ich nochmal was zu sagen müsste. Ich meine, hier seht ihr die verschiedenen Faktoren, die zur Zufriedenheit beitragen. Ne? Von Sicherheit, Freiheit, Arbeit, Wohnen, Glaube, Spaß, Gesundheitsversorgung. Da könnt ihr dann gucken, wo ist denn hier eine geringe Zahl? Bei Spaß 26, wo hapert es denn da? Wir haben nur ein Unterhaltungsgebäude, nämlich die Taverne. Die steht hier in der Mitte. Da. Ist ganz gut ausgelastet. Hier habt ihr wirklich genug Zahlen, um so ein bisschen nachzuforschen, wie das Ganze funktioniert. Könnt dann auch an verschiedenen kleinen Stellschrauben drehen, wie zum Beispiel hier den All-You-Can-Drink-Modus kannst du da einstellen. Der senkt natürlich die Arbeitsqualität um 20, weil die Leute überall hinkotzen und das dann stinkt. Aber die Effizienz steigt um 25%, was ja auch nicht schlecht ist, ne? Hier seht ihr noch ein paar Zahlen. Effizienz. Und was ist denn eine Taverne? Die Sonne geht unter, ihr seht, die Lichtstimmung verändert sich und das sieht wirklich... Ich mag Tropico wegen der Optik. Auch. Ich finde, dass einer das Ast rein in diese Südsee zieht.
Man kriegt ein Urlaubsfeeling. Ich liebe diese Musik. Ich habe schon den ganzen Tag, weil ich gestern noch reingeguckt habe zur Vorbereitung, den ganzen Tag schon Ohrwurm von diesem einen Lied hier. Ich schaue gerade in den Chat. Aber kommt auch, aber ob das auch... Steffen sagt, er ist ein bisschen doof. Ob er trotzdem das Spiel spielen kann? Ich denke schon. Also Tropico verzeiht viele Fehler. Was haben wir noch? Das hat er immer bei Tropico 4. Wann gibt's endlich gute Zigarren? Fragt Capro. Ja, das... Wir kümmern uns noch mal ein bisschen um die Wirtschaft, weil jetzt ist alles fertig gebaut. Die Leute gehen zur Arbeit. Das machen sie noch zu Fuß. Und wie eingangs gesagt, hat Tropico ja mehrere Zeitalter. Und irgendwann seht ihr, schalten wir dann noch Dinge frei wie das Solarkraftwerk oder das Atomkraftwerk. Das ist natürlich jetzt, ich denke mal, wir sind so um 1900. Das ist jetzt noch nicht möglich. Busgaragen, die dann später noch, oder eher die Parkdecks, den Autos zur Verfügung stellen, automatisierte Bergwerke. Ihr seht, wo das hinführt. Das kann ich jetzt noch nicht bauen, ist ausgegraut. Aber es sind schon eine Menge Gebäude, oder? Fruchtpresse, moderne Villa, modernes Apartment, hier richtig Hochhäuser später. Unterhaltungsgebäude, eine ganze Menge. Luxusunterhaltung für die gehobene Klasse. Medien und Bildung. Ihr müsst ja eure eigenen schlauen Leute ausbilden. Die Bibliothek haben wir gerade gebaut. Zeitung bringt Freiheit. Hier haben wir Tourismusgebäude, wir haben Dienstleistungen, dazu gehört auch Religion. Wir haben Überfälle und Militär, klar müssen wir ein bisschen mit Militärbasen, Polizei, Spionage arbeiten. Spionage ist ein relativ großes Element jetzt neuerdings, da gibt es ganz neue Möglichkeiten, wenn ihr das gebaut habt. Das ist interessant. Hier, Regierung und Finanzen, hier ist dann die Polizei. Hier sogar ein Polizeizeppelin, ein Offshore-Büro. Informationsministerium. Hier sind wichtige Gebäude, also was wie ein Zollamt oder eine Einwanderungsbehörde, will ich so schnell wie möglich bauen. Dekorationen sind auch am Start, in verschiedenen Größen. Die sind dann auch immer zufällig, ne? Das ist nicht immer die gleiche. Wenn ihr dann einen Park hinsetzt, zuerst sieht der so aus, den nächsten, den ihr denn hier auswählt, der ist dann zufälligerweise ein anderer. Und die Weltwunder, also das große Highlight. Davon könnt ihr aber, glaube ich, pro Zeitalter, glaube ich, nur eins immer stehlen. Die baut ihr nicht, die stehlt ihr natürlich. Und da kommen wir aber auch noch zu. So, los geht's. Ich schalte jetzt mal auf zweifache Geschwindigkeit, weil eigentlich spiele ich Tropico immer auf vierfacher Geschwindigkeit. Habe ich schon mal angesprochen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendwie läuft mir das immer zu langsam. Aber sieht gut aus. Okay, hier fehlen die Leute. Wir haben keine klugen Menschen, weil in der Bibliothek, klar, da wohnen, da arbeiten Highschool-Absolventen. Tun wir mal was, damit die kommen. Ein bisschen mehr Nahrung. Rinder, Schafe, Krokodile, Schweine, Lamas, Ziegen. Also Krokodile sind hier, würde ich sagen. Ich mag Krokodile. Wollen wir die gleich mal essen? Hier kommt die erste Krokodilfarm hin. Und direkt muss schon die Straße da weg, weil daneben ist perfekt die nächste Farm hin. Da könnte ich, nee, Schafe nicht, Krokodile haben wir da. Soll ich da Rinder? Auch nicht so gut. Schwein, Lama, Ziege. Nee, dann machen wir Doppelkrokodil. Hier siehst du, seht ihr das Problem, was ich gerade beschrieben hatte. Da muss zwei Platz sein. Wenn ich das so mache, dann könnte es aber klappen. So, das sieht schon ein bisschen besser aus, oder? Nicht vergessen, die Straßen verbinden. Und eigentlich gehört auch auf jede tropische Insel ein Holzfällerlager, das alles kaputt macht. Oh, hier sieht das schön aus. Warte, Control gedrückt halten. Oh, ja. Ja, immer noch mein Favorite hier. Das ist zu weit weg. Und hier können wir noch nicht arbeiten, weil in dem Zeitalter können wir noch keine Brücken bauen. Also zumindest Brücken übers Meer, glaube ich. Und das hier gilt ja als Meer. Und hier hinten kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Und selbst wenn, würde ich das nicht wollen. Das sieht doch doof aus. Nee, da kommen wir nicht durch. Also hier wäre perfekt für Holzfällerlager. Vielleicht bauen wir da später ein paar Kokosnussplantagen hin. Die dürften da ja genauso gut. Ja, wunderbar. Hier ist später Kokosnuss Island. Kokosnüsse werden übrigens nicht
so exportiert, wie ihr es denken wollt. Bei Tropico 6 ist das so, Kokosnüsse exportiert man nicht wegen der Milch oder wegen den leckeren Kokosstreuseln, die man daraus machen kann, sondern weil man in Kokosnüssen wunderbar Gold schmuggeln kann. Da kommen wir später auch noch zu. Oder ist das nur eine Kampagne? Ich bin mir gerade nicht sicher. Was wollte ich eigentlich? Wir wollten nochmal gucken wegen den Farmen. Rinder. Ich muss sagen, ich will gar nicht hier so viel bauen. Es ist so schön fruchtbar, aber eigentlich soll hier die City aufgebaut werden, ne? Und wenn die ganze Zeit da irgendwelche Krokodilfarmen im Weg sind, dann könnte das Platzmangel bedeuten. Vielleicht hier, ja, lass uns das mal. Wir wollten ja eigentlich kurz die Holzfäller da bauen. Da machen wir mal zwei. Einen hier so. Einen hier so. Dann verbinden wir das mit einer Straße. Nee, erst bauen wir die Farmen, um da möglichst effektiv den Platz zu nutzen. Dass da hier so in der Mitte eine Straße durch kann. Dann machen wir. Ist das noch rot? Warte, ich zoome mal ran. Ja, diese Steine hier ärgern mich gerade. Aber wenn ich hier baue, kommt da unten noch eine Straße durch. Okay, vorsichtshalber einen rüber. Rinder. Schafe. Krokodile haben wir. Schweine direkt hier neben. Das ist eine super Ecke. Das sieht wunderbar aufgeräumt aus. Warum mache ich das? Weil das macht natürlich die Bewohner glücklich, wenn wir verschiedene Nahrungsmittel haben. Und klar, Nahrung ist somit das Erste, was ich erst einmal fertigstelle. Da werde ich jetzt jahrelang dann nichts mehr machen müssen. Das ist geregelt. Ziehen wir hier eine etwas geschwungene Straße rein. Und verbinden hier im Zickzack die Holzfällerlager, das sieht erstmal ganz gut aus. Jetzt ist unsere Revolution eher wenig ruhmreich. Mit Ihrer Unterstützung, Präsidente, wird das Volk Sie jedoch erstrahlen lassen. Platzmangel ist auch ein Manko in dem Game, sagt Chris. Ja, aber vielleicht ist das auch die Herausforderung, ne? Rinder statt Kinder, sagt Migo 90. Ja, nee, wir holen jetzt 10 revolutionäre Immigranten, denn ihr fragt euch wahrscheinlich, hey, wer soll denn da arbeiten? Du baust 2 Holzfällerlager und 3 Rinderdinger und 2 für Krokodile. Nee, wir holen uns jetzt 10 Immigranten. Und dann sieht das schon wieder ein bisschen besser aus. Kleiner Blick in den Almanach zeigt uns, ja, 20 obdachlos, 20 arbeitslos. Wir haben 9 leerstehende Wohnungen. Kümmern wir uns gleich drum. Noch haben wir 28.000 Dollar. Und unsere Unterstützung steigt wieder. Woran liegt das? Ja, die Revolutionäre mochten es, dass wir die Aufgabe erledigt haben. Wir können da auch nochmal draufklicken und das genau aufdröseln. Da seht ihr dann, woran es manchmal hapert. Aber ich wollte noch ganz kurz das zu Ende führen, denn es fehlt noch bei den Farmen. Wir haben jetzt hier, glaube ich, das war auch ein Schweineding. Genau, hier kommen die Schweine her. Schön abwechslungsreiches Essen für meine Bürger. Fehlt jetzt noch das Lama, unser Nationaltier. Schön Lama-Milch trinken. Und die Ziege. Die Ziege ist auch so ein bisschen das Nationaltier von Tropico, glaube ich. Passt doch hier ganz gut hin, oder? Was sagt ihr? Machen wir so, ne? Wenn ihr Tipps für mich habt und Sachen anders machen würdet, schreibt das gerne rein. Das Ganze hat ja jetzt hier natürlich den Nachteil, das wird die Schönheit der Umgebung und damit auch die Fruchtbarkeit der Umgebung so ein bisschen beeinträchtigen. Ne? Die ganzen Lamas, die spucken da riesige Rotzhaufen und die Schweine scheißen alles voll hier und dann fängt das an zu stinken. Und das ist natürlich nicht gut für die Fruchtbarkeit, für die Schönheit und ist dann nicht optimal. Irgendetwas stimmt hier nicht, Gouverneur. Ich habe ein brennendes Verlangen, euch Präsidente zu nennen. Da ist er, Penultimo. Ich glaube, das erste Mal, dass wir ihn hören. Herzlich willkommen, Penultimo. Schön, dich wiederzusehen. Nice Locke. Erreichen Sie bei den Revolutionären eine durchschnittliche Zustimmung von 60. Dafür sorgen, dass ein Prozentsatz der Bevölkerung Revolutionäre unterstützt. 60. Okay, nehmen wir an.
Das ist eine wichtige Aufgabe, um überhaupt das Zeitalter der Kolonie abzuschließen. Ja? Und ich glaube, in die Weltkriege werden vorzustoßen. Unsere Krokodilfarm ist fertig. Das ist ganz gut, ne? Da hinten laufen die Leute lang. Klar, die Animationen sind so ein bisschen krude, ne? Hier ist die Taverne, die macht die Leute happy. Und unser Palast, der über allem thront, den könnt ihr ja in Tropico 6 jetzt neuerdings auch so ein bisschen individualisieren. Ihr seht hier diese Vorgebäude. Warte mal, kann ich das jetzt schon demonstrieren? Nee, ich glaube, das zeige ich später nochmal. Übrigens, hier können wir auch nochmal El Presidente zeigen. Da sind wir. Na, der Präsident ist natürlich auch im Spiel, El Presidente. Und der hat die Fähigkeit, jedes Mal, wenn er ein Gebäude besucht, dann kriegt das einen kleinen Bonus. Wo läuft er denn jetzt gerade hin? Wahrscheinlich zur neuen Krokodilfarm. Position auf dem Weg zum Baubüro. Okay. Wir können El Präsident. Korruption ist so massiv. Na, egal. Wir müssen Schmiergeld zahlen, um herauszufinden, wie viel Schmiergeld wir zahlen müssen. Ah, okay. Sofia Ortega sagt, sie würde gerne eine Piratenbucht besitzen. Sie ist meine Beraterin und diese Forderung, die werden wir direkt erfüllen. Piratenbucht, no problemo. Das ist dieses Spezialgebäude, das baut ihr einmal. Und ist auch gar nicht so unwichtig, weil da viele neue Features über die Piratenbucht gestartet werden. Nämlich diese, wie nennt sie die? Raubzüge. Da ist sie, kostet $4,000. Die muss jetzt nirgendwo dicht dran sein oder so. Die könnt ihr ein bisschen außerhalb bauen, so wie ich jetzt gerade. Um Platz zu lassen für Gebäude, die tatsächlich dichter am Zentrum sein müssen. Komm, einmal. Naja, wenn sowas passiert, hilft mir dann immer erst die Straße ein bisschen zu ziehen und dann die Kurve. Na, die ist nicht ganz optimal. Ja, so ist schon besser. Läuft super flüssig. Wobei das bei Tropico eigentlich immer eher so war, dass das dann anfing zu ruckeln, wenn denn am Ende viele, viele Leute auf eurer Siedlung sind. Ich habe auch eine Option entdeckt. Kann ich die euch mal kurz zeigen? Interessant. Ah, nee, da ist es. Das hier, unter Gameplay, seht ihr den obersten Regler? Der war standardmäßig bei mir auf 2000, das Bevölkerungslimit. Weiß ich jetzt nicht, warum. Vielleicht aus Sicherheitsvorkehrungen, weil das vielleicht eher experimentell ist oder sowas. Aber ey, come on, wenn ich das hochstellen kann, dann stelle ich das doch hoch. Steht leider jetzt nicht, wozu das ist. Ob das generell das Bevölkerungslimit beschreibt oder ob das die dargestellten Leute gleichzeitig sind, weiß man nicht genau. Ich habe es mal hochgemacht. Und ansonsten interessiert euch hier wahrscheinlich auch, wir spielen das jetzt gerade alles auf Ultra in 1080. Dementsprechend läuft das super flutschig. Ihr müsst gucken, hier wieder, wisst mal, weiß man nie, ob man oben ist, muss man einmal checken hier, ob es da Hoch oder Ultra gibt. Ist immer unterschiedlich. Haben wir alles auf an. Und ich finde, das sieht ganz gut aus. Hier, das Einzige, was mich stört, sind so ein bisschen die Bodentexturen. Da fehlt mir, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Das ist so ein bisschen 90er, dass da keine, wo ist denn da, wo sind die Grasbüschel? Dadurch wirkt so diese platzierten Baumelemente, die wirken dann immer so ein bisschen, als hätte ich das auf Low-Einstellung, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich nah ran zoome, muss ich Tropico leider sagen, ach komm, da hättet ihr jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Detail einbauen können. Aber wenn ihr weit weg zoomt, dann fällt euch das nicht mehr auf. Gouverneur, gemeinsam mit dem Volk werden wir alles zum Besseren wenden. Ja, wir haben die Aufgabe mit der Piratenbucht erfüllt. Wir holen uns wieder ein paar Immigranten, weil die 2000, die brauchen wir nicht. Kohle ist wirklich selten das Problem bei Tropico, wenn man erstmal so diese, wenn man den Dreh raus hat und weiß, was man bauen muss. Eine zufällige Blaupause könnten wir auch kriegen, aber da wissen wir halt nicht, was wir kriegen. Die könnte nur 1000 wert sein. Wir nehmen die Immigranten am Anfang, die sind ganz okay. Die kommen immer mit dem Schiff. Ne, in dem Zeitalter noch mit so einem Raddampfer. Und dann kommen die hier angelaufen und ja, die laufen denn hier
einfach geradeaus hintereinander. Ein Gänsemarsch. Das ist so, das ist denn so das, die Kleinigkeit, die ich eigentlich schon gerne in Tropico sehen würde. Dass das ein bisschen polierter ist. Dass die nicht irgendwie, das ist, dass man nicht sofort merkt, dass sie nur drei verschiedene Skins haben für die Bewohner. Weil ich meine, guck mal, wie oft habt ihr jetzt den Typen im schwarzen Hose und rotem Shirt gesehen? Ich glaube, gerade fünf Leute gleichzeitig auf einem Bildschirm. Das tut nicht Not, finde ich. Und dass die so gleichgeschaltet laufen und dass da nicht so ein bisschen ein leichter. Irgendwo ein Zufallsgenerator drin steckt, der die Figuren nicht alle gleich wie Marionettenpuppen gleichzeitig animieren lässt. Wisst ihr, was ich meine? Dass das so ein bisschen individualisierter aussieht. Na? Animation halt generell. Aber komm, das ist das, was mir aber noch fehlt, finde ich. Bisschen optisch. Gerade momentan sind wir ja verwöhnt mit unglaublich guten Strategiespielen. Hier haben wir jetzt eigentlich alles, ne? Baubüro, Transport. Wir könnten noch ein zweites Transportbüro bauen. Das empfehle ich euch wirklich sehr früh. Machen wir auch einfach direkt mal hier hin. Passt wunderbar. Anlegestelle ist wichtig für Touristen. Ich weiß gar nicht, sollten wir das jetzt schon machen? Ermöglicht Bürgern und Touristen das Besteigen von Booten. Per Boot reisende Menschen können an Anlegestellen docken. Ich glaube, machen wir noch nicht. Wobei, ich lese gerade interessante Sachen im Chat. Ich gehe mal kurz in die lustige Kameraperspektive. Da schreit nämlich Schnubbi hat ja gerade schon was Interessantes gesagt. Der sagt, oder sie, ich hatte gestern eine Familie als Touristen auf meiner Insel. Der Vater hieß Oliver Sanchez, der Sohn hieß auch Oliver Sanchez. Ja, das kann dann natürlich, das passiert. Wobei die Namen finde ich nicht so wichtig wie die Skins, aber interessant. Flono findet das ähnlich mit den Skins. Das Volk hat ein Anliegen. Aus Sicherheitsgründen ist es jedoch ein geheimes Anliegen. Okay, Sekunde, Sophia Ortega. Ich kümmere mich gleich um dich. Aber Capru sagt gerade, es ist natürlich auch ganz lustig, angelegt an Nordkorea. Laut einer Anordnung von El Presidente gibt es nur drei verschiedene Haarschnitte und Kleidungstypen. Das kann natürlich auch sein, aber ich bin doch El Presidente. Denn will ich das auch im Spiel haben, dass ich das irgendwie als lustige, es würde ja auch perfekt passen. Denn wenn sie das einbauen, als lustige Verordnung, man darf nur drei Haarschnitte oder drei verschiedene Arten von Klamotten tragen. Dann würde es Sinn machen. Wir sollen eine Taverne bauen übrigens. Wir haben ja schon eine Taverne. Und wir brauchen jetzt keine zweite Taverne. Ihr seht, die ist nicht ausgelastet. Da sind freie Plätze drin. Im letzten Monat hatten wir 2 Besucher, steht hier. Insgesamt aber 140. Ha. Hm. Und das hier, seht ihr, was ich meine? Das sieht so... Die müssen doch nicht so im Entenmarsch laufen. Das sieht... Nicht natürlich aus. Naja. So. Und dann, was ich dann mache, ich will jetzt keine zweite Taverne bauen. Manchmal sind diese Aufgaben ein bisschen doof. Ich reiß die einfach ab und baue noch. Oder komm, eine zweite Taverne ist schon drin. Machen wir doch. Bei anderen Gebäuden kann das mal passieren. Zum Beispiel, wenn ihr hier baue ein Opernhaus und du hast schon eins und 2 Opernhäuser, muss man ganz ehrlich sagen, hier wollen wir mal am Anfang zumindest nicht unbedingt. So eine Taverne, gut, die ist drin. Und ich glaube, die bauen wir hier in Hafen. Ja, die bauen wir so in Hafen. Die ganzen Hafenarbeiter, die sollen ja, die sind nicht unwichtig, ne? Die sollen glücklich sein. So, und ihr seht, langsam schwindet unser Geld. Und wenn wir dann mal hier bei einstellig angekommen sind, also bei ein K stellig, dann müssen wir mal schauen, ob das auch alles gut ist. Noch ein bisschen an die Schrauben drehen und dann läuft's eigentlich. Das brauchen wir nicht unbedingt. Bibliothek haben wir, das sind nicht die wichtigen Sachen. Kapelle haben wir, ein kleiner Laden ist nicht schlecht, weil die Leute von Tropico, die holen sich ihr Essen zu Fuß. Und das ist tatsächlich so, dass wenn die hier Hunger haben, dann müssen die ihr Essen von hier holen. Wir sind halt von vor 100, vor 150 Jahren oder so. Oder vor 100 Jahren, sagen wir mal. Und da gibt es diesen kleinen Laden. Und da wird die Nahrung hingeliefert. Schade, den hätte ich jetzt gerne hier platziert. Komm, machen wir ihn hier hin. Oder? Doch.
Und es ist dann einfacher, wenn die Leute immer nur hier zum Laden rennen müssen. Den baue ich dann in die Mitte. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Wachturm Fort brauchen wir noch nicht. Kerker brauchen wir noch nicht. Parks und so, ja, könnte man machen. Aber ich glaube, wir kümmern uns jetzt noch mal um die Wohngebäude. Oder? Wie sieht's denn aus? Einmal in Eimer nachgeschaut. Wie sehen wir? Obdachlose Bürger 33, arbeitslos niemand. Ja, wir haben unglaublich viele Arbeitsplätze geschaffen. Wobei, so viele sind das gar nicht. Wir haben gerade mal 5 freie Arbeitsplätze. Perfekt. Und jetzt gucken wir mal, wie es aussieht mit der Obdachlosigkeit. 24 obdachlose Familien. Davon die meisten arm. Das heißt, wir brauchen nur ein paar Baracken. Hier unten steht das denn. Das müsst ihr euch durchlesen, ne? Landhaus. Mieter müssen gut situiert oder wohlhabend sein. Also nur weil das erste Gebäude ist, heißt es nicht, dass es für die armen Schlucker ist. Das hier ist für die armen Schlucker. Die Baracke, die müsst ihr am Anfang pflastern, ohne Ende. Und wisst ihr was? Die Ecke hier gefällt mir nicht. Und das eigentlich auch nicht. Jetzt ist unsere Revolution eher wenig ruhmreich. Mit Ihrer Unterstützung, Präsidente, wird das Volk Sie jedoch erstrahlen lassen. Okay, ich würde sagen, komm, wir nehmen jetzt mal die 2000 mit, weil wir sind ziemlich gut mit den Arbeitskräften gerade gestellt. Und bauen jetzt mal kurz die Baracken auf. Nicht zu viele Baracken auf dem Haufen, bitte, weil das fördert dann Kriminalität. Hier würde das auch ganz gut passen. Und weil der Palast so schön ist, wären die wahrscheinlich auch ziemlich happy. Und sind weit weg von dem. Ja, hier passt das eigentlich ganz gut hin, weil sie auch dicht dran sind an ihren Arbeitsstätten da. Gefällt mir. Gleich noch eine. Die ganzen Wohngebäude sind in Tropico 6 viel günstiger als in den vorangegangenen Teilen. Dann ziehen wir hier direkt am Palast eine Straße lang, ja? Schließen die hier unten ab. Nee, nicht so, sondern so. Ja, so können wir das erstmal stehen lassen. Es wird gebaut, doppelte Geschwindigkeit läuft. Und die Kohle plätschert rein, seht ihr, ne? Wir haben schon wieder mehr als vor einer Minute. Und das liegt natürlich dann auch einfach an der Balance. Wobei, was heißt Balance? Was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Ich habe eigentlich nur haufenweise Produktionsgebäude gebaut und aufgepasst, dass die Leute auch, dass genug Leute da sind und die Leute ein Dach über dem Kopf haben. Das ist alles, was ihr machen müsst. Und kriegt ihr irgendwann ein Gefühl dafür? Und jetzt müssen wir einfach nur aufpassen, dass wir denn, wenn wir neue Gebäude freischalten, auch die einzelnen Bevölkerungsgruppen bedienen und glücklich stellen. Hier die Gesundheitsversorgung, da können wir noch nichts machen. Da gibt es noch gar kein Gebäude im ersten Zeitalter. Das bleibt so tief, wundert euch nicht. Bei Glaube könnten wir was machen. Ich glaube, die Kirche müsste bald freigeschaltet werden. Hier ist die Kirche. Ab Weltkriege verfügbar. Ah, okay, auch erst ab dem nächsten Zeitalter. Kapelle haben wir ja schon. Also, lassen wir das mal laufen. Das sieht gut aus. Handelsschiffe kommen rein. Und deswegen spiele ich das tatsächlich immer auf vierfacher Geschwindigkeit. Weil jetzt müssen wir warten, quasi bis das nächste Zeitalter kommt. Zwischendurch können wir mal ein Haus platzieren und eine neue Plantage. Aber wenn ihr das auf normaler Geschwindigkeit laufen lasst, zumindest wenn ihr wisst, was ihr tut, denn spielt ihr ewig. Na? Ich würde sagen, ich mache das jetzt gleich mal. Wir gehen dann in die Werbung. Vorher noch der Gruß an den Digger MC, Pixel Oni, Hollywood, Mike Yourself. Aus Sicherheitsgründen. Bierhumpen ist auch wieder da. Ein geheimes Anliegen. Also ich würde keine Produktionsgebäude neben meinem Palast dulden, sagt er. Immer Turbo, so spielt auch der Digger MC. Ja, mich Mutsch 03. Er sagt Tag. Naja, komm, wir gehen kurz in die Werbung. Ich schaue weiter in den Chat. Postet da gerne rein eure Tipps auch für mich, wenn ihr was anders machen würdet. Denn ich hatte nie Hilfe bei Tropico bekommen. Ich habe das immer für mich gespielt. Es ist ja auch kein Online-Spiel. Und ich kenne auch niemand anders, der Tropico spielt. Auch hier in der Redaktion. Um nochmal die Frage aufzugreifen, ob wir nicht mal ein Multiplayer-Event starten. Du, es gibt hier doch keinen, der Tropico spielt. Tropico ist leider ein kleines Nischenspiel. Wobei, das ist auch zu hart. Tropico ist sehr beliebt, tatsächlich. Die Dinger wurden anfangs mega gut verkauft. Und es ist beim sechsten Teil angekommen. Aber mein subjektives Empfinden ist einfach so, kein Mensch spielt Tropico. Lass uns das ändern. Ich spiel's und in 5 Minuten spiele ich weiter. Ihr seid dabei.
War natürlich zu erwarten. Und ich glaube, vielleicht sollen wir den Elefanten im Raum auch ansprechen. Und der steht die ganze Zeit über Tropico und nennt sich Anno. War ja vom Release-Zeitraum jetzt vielleicht von Tropico auch recht riskant. Also Anno ist ein Hammerspiel. Das glaube ich, da muss man nicht diskutieren. Und wie jetzt, dass die beide gleichzeitig rauskommen, wirkt ein bisschen Konkurrenz zwischen den beiden. Weil es sind ja beides im Grunde Wirtschaftssimulationen. Dementsprechend vergleichen es jetzt viele mit Anno. Und das finde ich aber eher schwierig. Und will eigentlich jetzt auch keine Parallel ziehen oder sowas. Klar, ich meine, Anno ist wirklich sehr, sehr poliert. Aber ich glaube, hinter Anno steckt auch ein viel, viel größeres Team, das viel, viel länger daran gesessen hat. Und ja, so viel dazu. Ja. Viele Leute im Chat haben Tropico übrigens gespielt, um nur noch mal kurz das Thema aufzugreifen, dass keiner Tropico spielt, meine Behauptung von eben. Viele haben Bock da drauf, ja. Und Chris sagt, er hätte mehrere Holzfäller gebaut und Sägewerke. Ja, stimmt, ich habe das Sägewerk vergessen. Das muss ich noch mal kurz. Und Planken exportieren. Ah, okay, er schreibt von seinen Erfahrungen. Mhm. Ja, nur mit Holz kann man nicht reich werden. Okay, wir machen weiter und ich habe mir gedacht, wenn wir jetzt einsteigen, lass uns doch mal vielleicht an dieser Stelle auch direkt ins neue Zeitalter fortschreiten. Hier seht ihr die aktuelle Meldung dazu, denn was ich gar nicht erklärt hatte, ist, dass sie am Anfang natürlich immer das Mandat der Krone, also der britischen Queen, ihr braucht ihren Segen, ansonsten verliert ihr eure Herrschaft, ist klar. Und da müsst ihr dann immer wieder euch mit der Krone gutstellen. Das überspringen wir jetzt alles mal und gehen mal direkt in das Zeitalter der Weltkriege. Das kostet uns dann in diesem Fall 15.000. Oder wir bereiten uns auf den Krieg vor. Da wir schnell voranschreiten wollen, nehmen wir jetzt einfach mal das Geld in die Hand. 15.000 sind auch am Anfang vielleicht ein bisschen viel. Das spielen wir aber schnell wieder rein mit Kokosnüssen. Zack. So. Ausgezeichnet. Ich wusste, dass Sie ein schlaues Köpfchen sind und Ihres auch behalten wollen. Ich habe übrigens auch eine wichtige Sache vergessen, was daran liegt, dass ich das hier so durchpeitsche. Und das dürft ihr auf keinen Fall vergessen, dass die Forschung... Mein Herz hüpft vor Freude. Zum ersten Mal begrüße ich meinen furchtlosen Anführer als El Presidente. Jawohl, Penultimo, du bist immer an meiner Seite, treuer Begleiter. Pflegen Sie Beziehungen zu 4 politischen Fraktionen gleichzeitig, die Meinung des Volkes beeinflussen. Okay, das kommt jetzt. Verbünden Sie sich mit einer der 2 gegnerischen Supermächte. Genau. Oder entsenden Sie Kommandotruppen zu Überfällen, um Guerillakämpfer zu unterdrücken und Supermächte vom Angreifen abzuhalten. Okay. Und jetzt das erste Mal, dass wir so eine Verfassung oder sowas ähnliches wie eine Verfassung verfassen, das Wahlrecht festlegen. Das ist natürlich eine der Entscheidungen, die wir als El Presidente treffen müssen. Veranstalten wir offene Wahlen? Dürfen nur reiche Bürger wählen oder alle? Und zu Beginn starte ich immer erstmal mit dem Einfachsten. Später, wenn ich wirklich alles habe und ich mir keine Gedanken machen muss, wer für mich wählt und da eh alles gut läuft, da kann man so ein paar Experimente starten, wie zum Beispiel offene Wahlen. Ich meine, aber komm, das machen wir doch jetzt nicht. Sind wir doch nicht blöde. Wir könnten reiche Bürger machen oder alle Bürger. Komm, wir sind mal ganz neutral, alle Bürger. Und erklären uns als pazifischer Staat. Verbessert den Ruf bei allen Supermächten um 10. Verringert die Bedrohung durch Rebellen um 75. Hier, wenn wir Miliz wählen, könnten wir einfacher und günstiger an Militär kommen und bei Berufssoldaten wären die effektiver. Wir machen pazifistischer Staat und ihr seht, der Rest der Verfassung ist leider für uns noch nicht änderbar. Wann das ist, steht hier, ab Kalter Krieg, ab moderner Zeit. Hier benötigen wir noch Forschung, das hatte ich ja gesagt, haben wir vergessen, machen wir jetzt mal schnell. Da klickt ihr hier, wo ist die Forschung? Da. Hier das grüne Symbol heißt, dass ihr ein Gebäude, das ihr schon besitzt, verbessert. Also denkt nicht, dass ihr diese Gebäude freischaltet. Die habt ihr schon und könnt dann da irgendwas machen. Ja, ihr knallt die Dinger da einfach rein, so. Ne?
Mach die mal schnell durch. Haben wir jetzt natürlich komplett vergessen. Das hätten wir natürlich, oder wäre wahrscheinlich ganz gut gewesen, hätten wir das fertig, bevor wir hier in die Weltkriegszeit vorgestoßen sind, weil die muss jetzt warten. Jetzt sind wir in der Weltkriegszeit mit den entsprechenden Bedürfnissen, aber können noch nicht die entsprechenden Gebäude bauen. Das ist ein bisschen doof, aber komm, das geht. Ihr könntet rein theoretisch 2 Bibliotheken bauen, um auch denn die Forschungsgeschwindigkeit zu verdoppeln, aber das tut ja nicht Not. Übrigens, was ich euch gerade erzählt hatte, dass manchmal 2 Gebäude gewünscht werden. Als wir in der Werbung waren, wollte die Dame, dass wir eine 3. Taverne bauen. Oder? Ah nee, ich hab das abgelehnt, glaube ich. So war das. Gebäudekategorie Wohngebäude bauen. Ach ja, übrigens, das sind Führungsaufgaben. Das ist so ein bisschen so eine Art Tutorial, ne? Gut, also die neue Zeit ist angebrochen. Wir haben 15.000 an die Krone gegeben. Deswegen sind wir jetzt bei 10. Können jetzt aber mal gucken, vielleicht sollten wir diese ganzen Holzbalken, die wir da hinten produzieren. Bei Kanal Uno, Tropicos Bestem vom Palast finanzierten Sender. Vielleicht sollten wir das in der Fabrik weiterverarbeiten. Denn ihr seht, der Produktionswert... Da lief noch nicht alles rund. Wir sind hier, haben hier ein Minusgeschäft am Laufen. Liegt vielleicht daran, weil die das gerade erst letzten Monat bezogen haben oder so. Ihr seht, da können wir die Gebäude ein bisschen verbessern. Baumschule, ja, das mache ich später. Ich glaube, wir bauen jetzt mal... Wollen wir das Sägewerk bauen? Das kostet natürlich nicht wenig. Aber wenn wir das hier direkt hinsetzen... Ja, soll ich jetzt dichter an die Stadt, damit die Leute einen kleinen kurzen Arbeitsweg haben? Oder dichter ran an die Produktionsstätte? Weiß nicht. Gucken wir mal, wie sieht's denn eigentlich aus jetzt mit der Fruchtbarkeit und der Schönheit? Die Umweltverschmutzung ist hier noch nicht angestiegen. Aber hier, langsam steigt es an, ne? Die Spaßabdeckung. Wunderbar, alles grün. Freiheit ist ein bisschen gelb, klar. Elektrizität kommt erst später. Oh, die Spaßqualität ist nicht... Ist nicht sonderlich gut. Aha. Ja, Gesundheitsversorgung, okay. Schönheit im Griff, ja. Hier ist das nicht mehr so schön. Da können wir vielleicht dann gleich mal ein paar Parks platzieren. Ja, und warte, mit Control weiter raus, jawohl. Hier seht ihr, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Klar gibt's auch Mineralien, na hier. Mega viel Gold. Noch Kohle und Eisen und was nicht alles gibt. Noch mehr Gold. Was ist das? Ne, hier seht ihr ja, es gibt sogar Uran, Nickel, Aluminium, Öl. Fisch gehört anscheinend auch zu den Mineralressourcen. Weiß nicht, vielleicht langfristig gesehen. Wie bei den Dinosauriern und dem Öl. Aber sonst wüsste ich jetzt nicht. Aber gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hin. Oh. Müssen wir erst einmal freischalten? Die Dinger, die diese blauen... Das sollen Blaupausensymbole sein, glaube ich. Müsst ihr einmal $1000 in die Hand nehmen. Hier 1500. Hier nur 500. Dann könnt ihr die bauen. Das müsst ihr nur einmal machen. Was haben wir hier unten noch? Den Handel. Ah, der ist gar nicht unwichtig. Ich sortiere das hier übrigens immer einmal nach Import und Export. Da seht ihr, verschiedene Nationen bieten verschiedene Verträge für verschiedene Ressourcen im und Export an. Könnt dann hier auch einstellen, wie viel ihr davon machen wollt. Ich mache mal minimal, weil dann könnt ihr häufig neue Verträge schmieden und kriegt dann den Bonus der Laune. Ne? Also die Fraktion, mit der ihr das dann begeht. Wird dann happier, je häufiger ihr die abschließt. Handelslizenzen könnt ihr später, dürft ihr dann mehrere Handel gleichzeitig laufen lassen. Das kostet ein bisschen was. Also, aber auch nicht viel. Ihr seht das, ne? Es sind eine ganze Menge Bildschirme, die mein Trubico haben kann. Ich gehe nochmal durch. Während wir hier... Wir haben das auf einfach laufen. Ich mache das jetzt mal auf vierfach, ja? Oder warte mal.
Da müsste ich vielleicht einmal checken, ob wirklich alles richtig läuft. Wie sieht denn unsere Bilanz aus? Da haben wir es. Unterhaltskosten sind bei 4,5k. Die Löhne bei 12, okay. Das sind die Ausgaben. Die Einnahmen sind 18. Es ist immer schwierig, hier nur auf die Zahl zu achten, weil wenn ihr hier einfach schaut, die naheliegende Zahl, Ausgaben der letzten 12 Monate, 32.000, sind natürlich auch meine Gebäudeausgaben drin, diese einmaligen. Was mich ja interessiert für eine Bilanz, sind ja eher jetzt gerade die laufenden Kosten. Und dann müsst ihr dann manuell gucken unter Löhne plus Unterhaltskosten. Ja, das sind 17. Wir haben 18 Einnahmen, das heißt, wir haben eine positive Bilanz, aber sonderlich gut sieht die nicht aus. Ein paar K hätte ich da schon gerne, aber ich glaube, das wird sich ein bisschen einpendeln, da ja immer neue Bewohner dazukommen und diese Produktion auch immer erst anlaufen müssen. Das ist zwar nicht mehr so wie bei den vorangegangenen Tropicos, dass erst ein Jahr später tatsächlich dann auch Mais ganz realistisch geerntet werden konnte, weil der erst angepflanzt werden konnte, sondern das geht hier sofort los, aber trotzdem braucht das seine Zeit. Und ihr seht, jetzt sind wir wieder bei 22, also es scheint ganz gut zu laufen. Ich würde es mal einmal hier mal gucken, ob wir gut sind und die Zeit nutzen. Atombombe! Präsident, erinnern Sie sich an die Geschichte von dem Mann, der sein Haus auf Sand erbaute? Sie gerade den Radiosprecher gehört, der einfach nur Atombomben gesagt hat. Der wurde wahrscheinlich unterbrochen. Aber hier haben wir die Dame von der Kirche, die würde gerne Kirche haben. Machen wir mal ganz kurz. Da ist sie. Die Kirche kostet 2.300 zum Freischalten und 4.600 zum Bauen. Da ist sie, die Kirche. Und die stellen wir hier hin. Oder hier hin. Hier hin. Ja, hier kommt die Kirche hin, ganz schick. Ja, die bauen wir, gucken in den Chat. Nein. Es wird gefragt, ob ich Workers and Resources Soviet Republic kenne. Nee, muss ich zugeben, habe ich noch nie von gehört. Eine gute Tat, Präsidente. Zweifellos ohne jegliche Gedanken an eine Belohnung. Klar. Ja, jetzt können wir den Ruf oder die Kohle nehmen. 5.000 würde ich jetzt vielleicht sogar mal mitnehmen am Anfang. Ja, aus Klingelbeutel. Ihr seht, wie auch die Sonne hier ihre Schatten wirft. Haben wir jetzt eigentlich das Sägewerk gebaut, liebe Freunde? Haben wir nicht, ne? Präsidente, wir müssen eine Seite wählen, bevor dieser schreckliche Krieg vorbei ist. Er wird sicher nicht mehr lange dauern. Okay, erreichen Sie den Zustand von Bündnis. Bilden Sie ein Bündnis mit den Alliierten oder den Achsenmächten, indem Sie sie in einer Botschaft präsent sein lassen oder herzliche Beziehungen zu ihnen pflegen und nach einer Bündnisforderung fragen oder eine solche erhalten. Ja, da gibt es natürlich entsprechende Gebäude zu, sowas wie eine Botschaft. Aber bevor ich das mal einmal ganz kurz, ich muss mal dieses Sägewerk. Ich mache das Sägewerk jetzt wirklich einfach mal, ich mache das hier hin. Kostet ganz gut, aber ich glaube, das sollte uns einen kleinen Einkommensboost geben. Dann kriegen wir viel mehr von diesen Holzfällern. Als Tipp, vielleicht, um es euch einfacher zu gestalten, weil womit ich mir vorstellen, womit man Schwierigkeiten haben kann, ist auf jeden Fall mit der Anzahl der Transportbüros, um das einzuschätzen. Da braucht ihr wirklich viele von. Da müsst ihr darauf achten, wenn ihr seht, dass in diesen großen Produktionsgebäuden habt ihr immer einen Warenausgang. Und hier die maximale Lagerkapazität, aktuell 5.800 Bananen. Da müsst ihr darauf achten. Das darf auf keinen Fall voll sein oder mehrere Tausend betragen. Denn solltet ihr definitiv spätestens ein neues Transportbüro bauen. Aber das hier, ihr seht ja auch, wie die Wagen hier pendeln, fährt rein. Kommt dann wieder raus, holt jetzt 800 Baumstämme. Können wir auch draufklicken, dann steht das hier. 800 sind da drin. Er bringt die nach Hause oder in den Hafen. Und dann seht ihr, wenn ihr auf den Hafen klickt,
könnt ihr hier unten sehen, was da gerade im Lager ist. Und das bedeutet, was denn auch beim nächsten Eintreffen eines Schiffs verkauft wird. Also 600 Bananen, Mais und Fisch. Und die Baumstämme müssten da dann auch gleich auftauchen, die 800, wenn der Wagen da eintrifft. Jetzt ist da noch Ananas zugekommen. Noch mehr Leder, das ist wahrscheinlich Lama-Leder. Der Wagen mit dem Holz braucht ein bisschen. Aber so kann man das Ganze auch ein bisschen dann überprüfen. Jeder muss einen Beitrag zu den Kriegsanstrengungen leisten, altes Haus. Es interessiert mich überhaupt nicht, wer Sie sind. Okay, das Soviet Republic hat gute Werbung auf Steam und ist gerade rausgekommen. Merke ich mir mal. Wenn ich mir das über den Weg läuft, dann werde ich mir das mal genauer angucken. Ansonsten haben wir gerade die Meldung von Winston Marlborough. Er ist natürlich von den Alliierten. Und er möchte, dass wir die Alliierten in die Botschaft einladen. Wir haben noch keine Botschaft. Das machen wir noch. Kriegen da Kohle für. Das ist immer das, wundert ihr euch. Ne? Hier gibt es 5.000, nochmal 4.000. Das S vor dem Dollar steht für Schweiz, glaube ich. Das, ihr kriegt dann auch Geld aufs Schweizer Nummernkonto. Das ist auch nochmal so eine Mechanik. Über Schweizer Nummernkonto kann man so ein paar Dinge tun. Decken Sie bis zu 5 verborgen auf. Ja, wir nehmen das an. Könnt ihr euch entscheiden, mit wem ihr euch da besser stellt. Mit den Alliierten oder mit den Achsenmächten. Macht tatsächlich keinen großen Unterschied. Wo ist denn die Botschaft? Da ist sie. Kostet 2.000 die Blaupause und 5.000 die Botschaft. Könnten wir jetzt direkt machen. Aber dadurch, dass wir im neuen Zeitalter sind, seht ihr, wie viele Gebäude wir noch bauen können. Eigentlich wäre mega wichtig das Zollamt auch. Und das solltet ihr recht früh, das nehmt, oh, das kostet 13.500. Haben wir gerade. Aber das erhöht halt die Exportpreise. Das ist, also im Grunde macht dieses Gebäude, ihr verdient mehr Geld. Ja, das ist alles, was da im Grunde steht. Müsst ihr sofort bauen, super wichtig. Aber auch sauteuer. Will ich jetzt nicht vielleicht gleich mich pleite machen für ein Zollamt? Will ich noch einmal in Eimer nachgucken, ob ich denn. Ja, ein paar arme Leute, die kein Dach über dem Kopf haben, aber ansonsten ist gar nicht schlecht. Und ja, jetzt würde ich es mal auf vierfach laufen lassen, dass die Kohle auch reintrudelt und wir den ganzen Kram auch realisieren können, ne? Als nächste Fabrik. Ich meine, was wir auch machen könnten, wäre vielleicht eine ziemlich harte Rumindustrie aufbauen. Das hilft mir am Anfang immer. Oder irgendeine. Ich meine, ihr habt eben nach Zigarren gefragt. Wollen wir Zigarren? Ist doch irgendwie auch das Naheliegendste bei so einer Bananenrepublik, oder? Weil dann wären es natürlich Bananen. Aber gut, wir sind El Presidente. Ich glaube, wir machen Zigarren. Die Fabrik können wir uns noch nicht leisten. Aber ich würde sagen, wir können schon mal den Tabak anbauen. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war das. Oh, wie ich diesen. Danke für die Info mit der Kontrolltaste. Danke für die Info. Tabak hatten wir nämlich, jawohl, hier unten ziemlich gutes Areal, um das anzubauen. Komm, wie viel passen? 1, 2. Ich glaube, ich reiß da. Das reiße ich ab, oder? Die Ziegenfarm, die ist nicht so wichtig. Ich glaube, so circa 3 Tabakplantagen sind auch ganz gut für eine Fabrik. Ja, komm, machen wir das hübsch. Erste Tabakplantage. Zweite Tabakplantage, schön hier neben. Dass auch wirklich jeder weiß, was hier angesagt ist. Und noch eine dritte. Passt das hier super rein? Oh. Oh. Ja, richtig gut. Dann machen wir es erstmal so. So, dann machen wir hier so ein Eckding, ja. Das machen wir später noch schön, wenn wir genau wissen, was hier noch zwischenkommt. Wenn wir. Okay, das wird gebaut. Das geht recht fix mit diesen 2 Baubüros. Seid ihr da auf der sicheren Seite? Und da wächst schon der erste Tabak. Präsidente, die Arbeiter haben ein Anliegen. Sie wollen nicht arbeiten. Doch das ist unmöglich.
Also haben Sie ein zweites Anliegen. Ist schon ganz lustig. Ich finde das echt immer gut. Das sind tolle Sprecher, tolle Sprüche. Und ich finde es auch gut, dass sie immer nur den ersten Satz vorlesen. Den Rest könnt ihr euch dann durchlesen, wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht, dann nervt ihr euch auch nicht weiter. Wir sollen eine Highschool bauen. Das müssen wir eh. Also komm, nehmen wir das an. Kriegen dabei noch ein bisschen Kohle. Ihr könnt übrigens immer 10.000 Schleifen ins Minus gehen. Darüber hinaus könnt ihr dann nichts mehr bauen. Aber im Grunde können wir hier nochmal mit 10.000 ins Minus gehen und alles ist gut. Ja, die Tabakproduktion läuft. Und ich glaube, das Allerklügste wäre, wenn wir wirklich direkt auch starten dann mit der Zigarrenfabrik. Das können wir uns nämlich gerade leisten. Zigarrenfabrik hier direkt nehmen. Und ich hoffe, dass uns das einen ganz guten Geldboost bringt erstmal, dass wir das so laufen lassen können und uns dann in kurzer Zeit Highschool und Co. leisten können. Tabakfabrik wird hier aus dem Boden gestampft. Also die Zigarrenfabrik. Da oben das Logo. Cigarros La Lama. Ach, das Lama sieht aber auch, sieht erst wie eine Fledermaus, oder? Seht ihr das? Sieht aus wie eine Fledermaus. Ah, das hässlichste Lama der Welt. Okay, wenn wir hier raufklicken, ist das auch immer ganz interessant. Den Arbeitsmodus können wir einstellen. Was auch ganz gut ist hier denn, die Verbesserung. Automatisch Fließplan, Klimaregelung, automatische Zerhacker. Verbraucht denn meistens Strom bei den Fabriken, aber erhöht die Effizienz, hat häufig auch der einen oder anderen Malus dabei. Ihr entscheidet. Und das sieht ganz gut aus. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, Präsidente, aber ich bin heute mit dem Verlangen aufgewacht, Geld zu verdienen. Okay, die Kapitalisten hätten gerne Polizeiwache. Nehmen wir an, brauchen wir eh für die Sicherheit. Lassen wir laufen. Was jetzt auch neu ist, wir haben ja das Gebäude gebaut mit der Piratenbucht und alleine, ihr seht da unten, es hat einen eigenen Reiter. Diese Überfälle sind gar nicht unwichtig. Wenn wir darauf klicken, dann können wir hier aus diesen Optionen wählen. Und das ist unter anderem der Diebstahl eines Weltwunders. Wie zum Beispiel Stonehenge oder Hagia Sophia. Und dann haben wir hier noch andere kleine Überfälle. Schatzjagd. Was macht das? Oh, nimmt er direkt an, sehe ich gerade. Alles klar. Ja, ist selbstredend. Ne, könnt ihr ein paar Ressourcen bekommen. Da gehen jetzt eure Piraten los. Das dauert eine Weile. Das kann man auch. Wo konnte man das? Ah ja, hier seht ihr das. Die Piratenbucht hat gerade eine Schatzjagd am Laufen. Die sind in verschiedene Etappen gegliedert. Erste Etappe hat begonnen. Ist leicht bläulich, wenn ihr das erkennen könnt. Dauert dann ein bisschen. Als nächstes klauen wir aber dann noch. Was wollen wir? Ihr seht auch unten, das müsst ihr euch unbedingt durchlesen, was diese Weltwunder bringen, weil die ziemlich coole Boni haben. Und das hier ist für Touristen natürlich die Renaturierungsrate. Also wie schnell Bäume nachwachsen. Diese Rate ist erhöht. Ich glaube aber nur in einem ganz, ganz kleinen Radius um Stonehenge herum. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Aber ist ein krasser Bonus, ne? Das Brandenburger Tor. Bürger können nicht mehr über fanatische politische Ideologien verfügen. Hagia Sophia verhindert, dass Bürger aufgrund von schlechter Gesundheitsversorgung sterben. Alle Kinder erhalten automatisch einen Highschool-Abschluss. Alter Schwede, okay, ich weiß nicht, ob ich das will. Alle sind schlau. Ist nicht gut. Aber guck mal, jetzt haben wir ein bisschen gewartet. Die Zeit läuft auf vierfach. Und so macht mir das es möglich, eine gewisse Geschwindigkeit in diesem Spiel zu erreichen, die mir passt. Nämlich eine, dass ich vielleicht auch mal in ein Gebäude mal wieder bauen kann, ohne eine halbe Stunde zu warten. Denn wirklich jetzt viermal so lange zu warten, um das nächste Gebäude zu bauen, wäre mir ein bisschen too much. Was sollen wir bauen? Die Polizeiwache, die Highschool, ein paar neue Wohnhäuser. Ich glaube, die Highschool wäre gar nicht schlecht. Das dauert eine ganze Weile, bis die ersten Leute ihren Abschluss haben. Highschool setze ich direkt hier hin. Okay. Weil hier sind 2x4. Da passen 2 Baracken hin. Ich würde hier 2 Baracken hinsetzen.
Wir haben ja noch nicht, oder? Was haben wir für Gebäude noch? Oh doch, das Apartmenthaus ist auch fertig. Aber das Apartmenthaus ist für gut situierte oder wohlhabende Leute. Und davon haben wir noch keine. Also da würde keiner einziehen. Ähnlich ist das mit dem Haus. Das Haus ist recht klein, passen 3 Haushalte rein, ist ziemlich teuer für die Größe, aber da wohnen auch wieder nur gut situierte und wohlhabende. Momentan haben wir eigentlich eher so arme Leute. Deswegen setzen wir hier 2 Baracken hin. Werden auch gleich gebaut. Wir sind pleite. Unsere Leute werden glücklicher, sind bei 89%. Müssen ein bisschen warten, dann haben wir wieder Geld und können wieder was bauen. Es ist ein großer Tag für unsere Genossen. Wir hatten zur Feier sogar einen Kuchen. Der gute Marco Moreno findet es geil, dass wir eine Highschool gebaut haben und gibt uns 5000 dafür. Lassen wir es mal laufen. Wir brauchen ein bisschen mehr Geld, um was zu machen. Zeit, um in den Chat zu schauen. 2 Baracken neben dem Palast. Ja, das würde vielleicht ein eingebildeter El-Präsidente nicht machen, aber ich habe sogar 4 Baracken neben dem Palast, wenn du richtig aufpasst. Denn wenn wir hier die Schönheit uns mal anschauen. Wo sind die? Seht ihr die? Wo ist die denn hin? Hier. Wenn ihr die seht, dann seht ihr... Naja, okay, jetzt ist es schwierig, weil hier schon so viel reingeknallt wurde. Aber wenn ich hier nur so Baracken baue, dann wird's rot. Aber wenn ich einen Palast dazwischen habe, dann kann ich hier Baracken bauen und es wird nicht unbedingt gleich rot. Das ist ein bisschen ausgeglichen. Also ich mache nicht so ein Reichenviertel, wo dann wirklich nur die Reichen wohnen. Das mache ich nicht. Versuche das auch so ein bisschen an die Armen zu verteilen. Und hier seht ihr, haben wir zu wenig Gebäude. Da bauen sich die Leute, wenn ihr zu wenig Wohngebäude habt, und das ist das Spezielle an Tropico, die bauen sich dann ihre kleinen Favelas hier selber auf. Und das wollt ihr vermeiden. Das finde ich ganz gut. Habt ihr keinen Einfluss drauf. Außer ihr baut natürlich dann entsprechend Unterschlüpfe für diese Leute. Gucken wir mal. 25 obdachlose arme Familien. Wie viele leerstehende Wohnungen? Was, die Leute sind, haben das schon voll gemacht hier? Oh, Tatsache. Wir brauchen noch mehr. Guck mal, wir haben wieder 10.000 Vielfachgeschwindigkeit, ne? Mein Tipp an euch. Baracke. Hier zählen wir auf jeden Fall früher oder später noch eine Straße hoch. Und ich glaube, hier wäre der perfekte Platz für eine Baracke. Jawohl, hier straßentechnisch arbeiten wir auch gleich noch weiter, gucken, was hier noch so alles reinpasst. Und es wird gebaut. Weniger obdachlose Leute, dann dürften auch diese Gebäude hier verschwinden, wenn die Leute da einziehen. Was haben wir denn noch? Jetzt sagt gerade jemand im Chat, ich hätte die auch neben die Fabriken bauen können. Ja, das stimmt. Die nächsten Häuser, die kommen hier eher an die Fabriken ran. Was haben wir hier noch, wollte ich sagen? Wir haben hier die Verordnungen. Das ist so ein bisschen... Ihr seid ja El-Präsidente. Ihr legt die Politik fest und hier habt ihr die Möglichkeit dazu, so kleine Erlasse zu erlassen. Zum Beispiel Brot für das Volk. Bürger verbrauchen beim Essen 2 Nahrungseinheiten, also doppelt so viel. Erhöht den... die allgemeine Nahrungsqualität um 10, verschlechtert den Ruf bei den Kapitalisten um 10, weil die sehen ja ungern was, wenn man was verschenkt. Aber die Kommunisten finden das wiederum ganz gut und verbessern den Ruf um 5. Das Ganze verbessert sich auch, je länger ihr das aktiv habt. Ihr seht da oben diese 2 Sterne. Kirchengebühr, kein gratis Essen. Bürger müssen Geld zahlen. Vorgeschriebene Siesta. Stadtentwicklung, das habe ich früher immer benutzt, erinnere ich mich, weil früher waren Wohngebäude viel, viel teurer und dann habe ich immer ewig lang die Leute in ihren Favelas wohnen lassen, bis ich irgendwie genug Geld auf Tasche hatte, die Stadtentwicklung freigestellt hatte und dann haben plötzlich alle Wohngebäude nur die Hälfte gekostet und ich habe aus dem Nichts eine Kolonie gestampft. Das ist jetzt nicht mehr so nötig, weil Gebäude einfach viel günstiger geworden sind, die Wohngebäude. Das sind jetzt nur die Erlasse für die Kolonialzeit. Wir haben für Weltkriege nochmal neue. Die schalten sich dann auch mit der Zeit so ein bisschen frei. Je nachdem, manche Dinge müsst ihr erforschen. Ich glaube, es steht auch hier unten.
in Rot, da seht ihr das. Ihr müsst Glocken zu Geschossen erforschen. Und das ist natürlich auch wieder ganz lustig. Das ist eine Anspielung auf, wie heißt das? Schwerter zu Flugscharen. Ich würde sagen, hier machen wir jetzt noch nichts. Agrarwissenschaft fördern. Das kostet halt auch häufig was. Die Baukosten aller Industriegebäude um 50%. Naja, das solltet ihr natürlich machen, wenn die Initialkosten von 10.000 dadurch denn gedeckt sind. Also wenn ihr durch mehr spart als 10.000, erst dann lohnt sich das. 2 Jahre lang ist diese Verordnung aktiv, seht ihr hier. Ja, ich weiß nicht, wir brauchen jetzt davon gerade nichts. Kostenloses Wohnen, nee. Läuft. Wir haben schon wieder ordentlich Kohle. So, es laufen auch mittlerweile schon mehr Leute hier rüber, ne? Liegt das daran, weil ich... Also langsam fängt es an zu wuseln. Und das macht schon Spaß. Wow, und da kommen wieder unsere Sandmänner, um ihre Stärke zu verbergen. Bewegen Sie sich im Gänsemarsch auf unsere Siedlung zu. Wenigstens haben Sie verschiedene Klamotten. Whee! Der Friedhof. Ja, wir haben wieder 20.000. Das heißt, wir können wieder reingucken. Was für tolle Gebäude könnten wir da als nächstes bauen? Und es sind mittlerweile, jetzt wo wir das neue Zeitalter erreicht haben, ganz schön viele. Wir können sogar schon Strom bauen hier mit dem Kraftwerk. Stimmt, das geht jetzt schon. Brauchen wir aber eigentlich noch nicht. Gibt noch erst wenig Gebäude. Parkdeck ist ganz witzig. Ermöglicht es reichen Bürgern, allen Touristen, Autos oder Taxis zu nutzen und zu parken. Verursacht Umweltverschmutzung, senkt die Sicherheit in der Umgebung. Ja, Parkdecks. Ermöglicht es reichen Bürgern, allen Touristen, Autos oder Taxis. Ich weiß nicht, ob das früher nicht anders war. War das nicht früher bei Tropicosa, dass Parkdecks allen Bürgern das ermöglicht haben, Autos zu benutzen? Das ist jetzt ein bisschen anders. Busgarage enthält 2 Bushaltestellen. Busse transportieren Passagiere zwischen 2 Haltestellen. Geringe Umweltverschmutzung. Das ist neu. Das ist nur am Rande ganz interessant. Wenn ihr auf Kuba seid, dort sind die Einheimischen verpflichtet, wenn, also da sind sehr viele Menschen, die per Anhalter reisen an den Straßenrändern. Und die Einheimischen sind verpflichtet, Anhalter mitzunehmen. Und es ist ihnen verboten, Touristen mitzunehmen. Das fand ich ganz interessant. Und das funktioniert auch ganz gut. Also die Autos sind da immer voll. Dann haben wir hier noch neue Gebäude. Nee, doch hier. Ein Kirmespier, ein Restaurant, einen botanischen Garten. Die sind natürlich dann ziemlich teuer. Wir 6.000 gehen wir da raus. Brauchen wir gerade nicht unbedingt. Was wir eigentlich brauchen, ist die Gesundheitsversorgung. Die finden wir dann hier. Das ist auch günstig. Eine kleine Klinik. Ja, auch lustige Abmessung. Hier dieses 1x3. Ist wunderbar, passt schön in so Ecken rein. Aber jetzt gerade in keine hier bei mir. Klingt natürlich schon gerne bei den Bewohnern bauen. Komm, dann machen wir sie hier hin, oder? Hier ist vorne. Ich kann es auch so bauen und es wäre genauso effektiv. Aber irgendwie finde ich es da nicht hübsch. Ich will es nicht so bauen. Dann müsste ich hier eine Straße ziehen. Wir wissen aber, hier können wir keine Straße ziehen, weil wir müssen ja ein Feld entfernt von der Kreuzung sein. Also, nee, ich will das da nicht schräg bauen. Nicht so weit weg. Ach, komm, hier. Oder? Nicht. Ich setze die jetzt erstmal dahin. Kann mich nicht so richtig entscheiden gerade. Keine Militär brauchen wir auch gerade nicht. Wir könnten uns das Zollamt jetzt einmal kurz rauslassen. Das würde ich sagen. Das gibt uns nämlich einfach für die Zukunft auch ab jetzt sofort mehr Geld. Dann sind wir zwar pleite, aber dann kann ich wieder in den Chat schauen. Zollamt. Bam. Setzen wir hier in Hafen.
Ja, würde ich vielleicht freilassen, weil wir wissen nicht, was ihr noch für Wassergebäude baut. Deswegen Zollamt direkt neben das Baugebäude hier. Wo ist vorne? Da muss man manchmal checken. Ich würde sagen, das ist der Eingang und das ist der Hinterausgang. Am drei Hinterausgänge, ne? Braucht man am Zollamt. Wunderbar. So, wir sind pleite, aber wir haben ein Zollamt. Manche Gebäude kannst du auch im Hinterhof bauen. Ja, das stimmt. Also es müssen bei Tropico nicht alle Gebäude... Sorgt, dass der Außenhandel euch den Job kostet? Nur Mut. Das Zollamt schützt euch durch Überwachung des internationalen Handels. Aduana, gucken wir mal rein. Exporte anregen ist cool. Den Rest, den können wir erst später. Müssen wir passend forschen. Oh, hier haben wir alles erforscht. Wir können jetzt endlich mal loslegen. Und wo ist das Ding? Ah ja, hier wird... Nee. Wo ist das Zollamt-Erforschungsding? Kein Plan. Kommt das erst noch? Kommt erst bei Kalter Krieg. Hier. So, wir... Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen... Also der Forschungsbaum, der ist ein bisschen mau, ne? Normalerweise sind Forschungsbäume ja mega wichtig, mit das Interessanteste und das, was Spieler an der Laune hält, zumindest bei so Rollenspielen und so. Wobei, nee, nicht bei Rollenspielen, ja doch auch. Aber hier, ganz ehrlich, mache ich es immer so. Ist mir völlig schnuppe, was da als erstes kommt. Die sind alle mehr oder weniger wichtig und irgendwie, ob da jetzt das oder das kommt, ist leider ein bisschen Jacke wie Hose. So, viel zur Forschung. Was haben wir noch? Verfassung, haben wir schon drüber gesprochen. Politik. Ja, da sehen wir natürlich nochmal genauer, wie wir mit den fremden Mächten umgehen könnten. Ist jetzt noch deaktiviert, weil uns fehlt die Botschaft. Dann ist das noch ausgegraut. Dann haben wir den Broker, der kommt später noch. Vermutlich hatte ich einst einen anderen Namen, aber wissen Sie, wozu Namen gut sind? Sie bringen einen ins Gefängnis, Präsidente. Das ist nichts für mich. Ich bin ein Geschäftsmann. Welche Geschäfte? Hey, worum geht es? Ist das nicht auch der Sprecher von Theme Park World gewesen? Ich glaube ja. Der Broker! Schön, Sie zu treffen. Und ich habe gesehen, dass diese Dinge erhältlich waren und musste sie sofort sehen, Präsidente. Was sagen Sie? Hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten, dann so kleine Möglichkeiten der Einflussnahme. Kostet immer ein bisschen Geld, eine Image-Kampagne. Ne? Es sind ja auch in regelmäßigen Abständen Wahlen. Wobei eigentlich eher, in regelmäßig. Dann haben wir hier noch, können wir tauschen. Wir können jetzt tatsächlich auch erstmals, das fällt mir auch jetzt gerade erst auf. Können wir Dollar in Schweizer Nummernkonto tauschen? In welche Richtung? Das steht hier leider nicht. Das müsste, oder? Wäre ganz geil, wenn hier stehen würde, in welche Richtung. Jetzt muss ich es einmal ausprobieren. Oder soll das rot bedeuten, dass ich rot zahle? Kannst du ja mal probieren. Nee, geht nicht. Ist ja auch noch ausgegraut. Kein Plan. Aber da muss ich sagen, warum sollte ich mein Schweizer Nummernkontogeld benutzen, um Dollar andersrum? Das würde ich interessant finden. Aber andersrum wäre es zu einfach. Was ist das denn für ein Umrechnungskurs? Das ist ja fast 1:1. Kann ich mir auch nicht vorstellen. In Wissen können wir auch tauschen. Überfallpunkt. Ich sehe den Bildschirm, habe ich noch nie benutzt, merke ich gerade. Deswegen bin ich da ein bisschen länger drauf. Und ja, ist bestimmt ganz praktisch. Könnte man deutlicher machen, damit man irgendwie auf den ersten Blick weiß, vielleicht ab wann, wieso und was ich tausche. Also in welche Richtung und warum ich das jetzt nicht kann. Wobei, okay, wenn es wirklich so ist, dass rot bedeutet, dass das Rote ausgegeben wird, dann liegt es daran, weil ich das ja gar nicht habe. Ich habe ja noch gar kein Schweizer Geld. Ne, im Spiel sind das Schweizer Dollar. Klar, in echt sind Schweizer Franken.
ist egal. Mit sowas. Ne, oder? Also ich bin gerade noch überlegen, ich glaube, es ist so. Ne? Wir tauschen, wir können unser Schweizer Geld jetzt verwenden. So haben sie sich das gedacht. Dass mehr Funktion für das Geld auf dem Schweizer Nummernkonto verfügbar. Ich glaube, das ist der Gedanke dahinter. Jetzt habe ich es, glaube ich. Ja, ansonsten haben wir hier noch ein paar Aufgaben, die wir annehmen könnten. Aber ich würde sagen, wir bauen weiter fleißig unsere Siedlung, denn das Warten hat sich gelohnt. Wieder über 10.000 auf dem Konto. Da springt doch eine Schule raus oder irgendwas für die Allgemeinheit. Also verschließt eure Mäuler mit Hilfe eines in Tropico hergestellten Maulschlüssels. Okay, mit dieser Meldung gehen wir kurz in die Werbung, aber wir sind danach nochmal wieder da, ne? Denke ja. Oder? Keine Ahnung. Bis 17 Uhr. Bis 17. Okay, dann haben wir da noch eine Session. Werbung, bis gleich. Hallo, ja. Ja, da, sehr gut. Wir sind immer noch in Tropico. Eine halbe Stunde habe ich noch mit euch und ich denke, das sollte einen ganz guten Überblick liefern, oder? Momentan flitzen die Leute hier noch durch. 14.000. Was haben wir zuletzt gebaut? Ich glaube, Schule und Krankenhaus. Schauen wir mal, was die Bevölkerung dazu sagt. Die Gesamtzufriedenheit. Wie ist die allgemeine Situation bei euch? Der Spaß leidet ein bisschen und die Gesundheitsversorgung. Vielleicht sollten wir mal was am Spaß machen. Da haben wir, das ist die Luxusunterhaltung. Wir könnten auch mal einen Zirkus hinsetzen. Wobei, ich mag auch den Botanischen Garten, weil der so ein bisschen die Umweltverschmutzung in der Nähe killt. Nehmen wir den mal, weil noch ist Platz für den. Und ich würde den vielleicht gerne hier hinsetzen. Denn wir haben ja hier Fabriken. Und ich werde hier, glaube ich, auch noch die ein oder andere Fabrik hinsetzen, weil das höchstwahrscheinlich so eine Hauptverkehrsachse wird zu meinen Plantagen und anderen Produktionsgebäuden da hinten. Ich glaube, wenn ich hier so einen botanischen Garten hinsetze, wie so ein Grüngürtel, ne, wie das ja auch in Metropolen manchmal der Fall ist, ja, so eine Pufferzone, dass das hier die hässliche, eklige, doofe Fabrikluft nicht rüberkommt. So, jetzt haben wir wieder ein Problem. Ich würde ihn gerne so platzieren, ne? Weil so sieht er ja wahrscheinlich, so sieht es für mich aus, am richtigsten. Das Gebäude hinten so, nein. Aber ich will es eigentlich so. Ja, so finde ich, sieht es auch okay aus. Passt direkt hier ran. Schauen wir mal, was wir hier noch reinballern. Guck mal, wie viel Kohle wir haben. So. Ich glaube, wir können uns gleich noch irgendein hübsches... Wollen wir den Zirkus gleich hinterher setzen? Dann seid ihr happy. Komm mal, ein Zirkus hier. Hier der Botanische Garten, hier der Zirkus. Ein bisschen aufgeteilt. Und so passt da leider... Oder? Hier würde er hinpassen, hier nicht, wegen dem Berg. Ich glaube, ich mach das. Hier den Zirkus hin. Ja, das läuft. Immer noch so viel Geld. Komm, wie kriegen wir das Geld ausgegeben? Luxusunterhalten brauchen wir, wie gesagt, noch nicht. Was gar nicht schlecht ist, ist natürlich das sauteuer, aber so eine Universität. Wir brauchen später auf jeden Fall Absolventen dieser Bildungsstätte, um die eine oder andere, das eine oder andere Gebäude zu besetzen. Feuerwache, nee, brauchen wir gerade noch nicht. Das ist auch nicht so wichtig. Hier haben wir noch viele wichtige Sachen. Das ist auch sehr teuer. So eine Bank ist eigentlich auch, bringt, kurz gesagt, einfach nur Geld. Sollte man so früh wie möglich bauen eigentlich. So viele Möglichkeiten, so viele Möglichkeiten. Wir haben jetzt erstmal die Happiness ein bisschen raufgesetzt. Ich würde einmal ganz kurz schauen, wie sieht es denn aus hier mit unserer Tabak- und Zigarrenproduktion. Die Lager sind leer, das ist gut. Das heißt, sie werden regelmäßig abgeholt. Sie sind aber voll ausgestattet mit Arbeitern. Fast zumindest. Und in der Zigarrenfabrik selber sind die... Ist auch noch Luft nach oben. Ja, perfekt. Also schauen wir jetzt nochmal auf die Kohle.
Er ist gerade ein bisschen irritiert, warum. Warum das Einkommen so gering, minus 6.000 im letzten Monat, kann ich mir gerade nicht erklären. Ihr seht ja, wie schnell so ein Monat vorbei ist. Juni, zack, 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 Juli und in der Zeit... Die Bürger verlangen nach Wahlen, Präsidente. Es hat den Anschein, als wollten sie mitentscheiden, wie sie regiert werden. Wie egoistisch. Ja, ne? Und das mache ich gerne, da greife ich ungern ein. Das ist dann für mich im Endlosspiel trotzdem noch die Herausforderung. Wir haben ja keine wirklichen Ziele im Endlosspiel. Aber das finde ich gut, dass man immer noch permanent die Möglichkeit hat zu scheitern. Also man muss schon noch aufpassen, auch im Endlosspiel, dass die uns jetzt nicht hier aus dem Amt kicken. Was sagen wir? Es ist gerade keine gute Zeit. Lassen sie wählen, aber ich bin zu müde. Nee, lass sie wählen und ich werde eine fette Rede halten. Dann kommen wir hier auf den Bildschirm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich dachte, das wäre ein Fehler in der Beta gewesen, aber es ist immer noch so. Also hier kommt ihr denn auf diesen Bildschirm und dann dürft ihr eine Rede halten. Und entweder bin ich zu doof oder was ihr dann tun müsst, ist alles einmal durchzuklicken, um das zu finden, wo dann nicht mehr ausgegraut ist. Oder ist das jetzt nicht mehr ausgegraut? Nee, das ist ausgegraut. Ah ja, hier. Guck mal, das darf ich machen hier. Da anerkennen, Sicherheitszufriedenheit. Die anderen darf ich nicht. Warum ich das nicht darf, weiß ich nicht. Und in der Beta, Vorabversion, durfte ich sogar hieraus nur einen immer benutzen. Okay, das hat sich wenigstens geändert. Was sprechen wir an? Den Spaß haben wir ja gerade im Griff. Ich glaube, die Gesundheit. Dürfen wir aber noch keine Krankenhäuser bauen. Wir haben diese eine Klinik, diese kleine. Und dafür entschuldigen wir uns jetzt. Meine Freunde, mein Volk, willkommen im goldenen Zeitalter des Wohlstands für jeden lebenden Einwohner Tropicos. Euer Vertrauen hat es möglich gemacht. Euer Vertrauen in mich, El Presidente. Euer Presidente hört die Rufe der Kranken. Ihr sagt, es gäbe nicht genug Ärzte, um all eure Leiden zu benennen. Bald jedoch sollt ihr die Namen all eurer Krankheiten kennen. Unsere Anstrengung. Na, das tut nicht Not, dass die hier so ineinander gehen, oder? Genossen unterstützt. Für jeden, was er braucht und von jedem, was er leisten kann. Gleichheit für alle. Besonders für die, die gleicher sind als die anderen. Ja. Natürlich haben wir auch Feinde. Diese sogenannten führen schon durch ihren Namen in die Irre. Ihre Propaganda ist fortschrittlich, aber uns werden sie nicht täuschen. Das könnt ihr euch jetzt natürlich weiter anhören und parallel weiterspielen. Der Präsident hat jedem Chef in Tropico gesagt, wie sämtliche Probleme gelöst und mehr Arbeitsplätze geschaffen werden können. Sollten sich die Arbeitsbedingungen nicht verbessern, werde ich sie zur Verantwortung ziehen. Ich danke euch, meine Freunde, denn ihr habt mich zu dem gemacht, was ich heute... So, dann lassen wir ihn mal quatschen und bauen ein bisschen, ja? Tropicos Präsidente zu sein. Viva Tropico! Oh, das scheint er durch zu sein. Der Pöbel löst sich auf wahrscheinlich. Hat sich auch schon direkt weggebeamt. Oder ist schon früher gegangen. Oh ja, da seht ihr es. Und die Sonne geht wieder unter. Wunderbar. Wir machen Kohle ohne Ende. Alles läuft. Wir können immer mehr Kohle machen. Wir haben jetzt die erste fette Industrie aufgebaut mit der Zigarrenfabrik. Jetzt könnten wir weiter gucken, ob wir vielleicht Rum herstellen. Wollen wir ein bisschen kommen? Rum und Zigarren. Rum würde hier so eine kleine Fabrik reichen. Wie sieht es denn aus? Was brauchen wir für Rum? Wahrscheinlich Zuckerrohr, oder? Ja, Zucker würde ich sagen. Den machen wir hier. Das passt nämlich auch ganz gut hin.
Oh, der hier ist auch. Mal, wir könnten fast hier. Zucker ist halt wirklich kein Problem. Dann machen wir das doch. Lass uns mal hier Zucker. Oh ja, das sieht auch gar nicht schlecht aus. Wenn wir so anfangen. Ja, passt mal auf. Wir bauen jetzt diagonal. Wir bauen 3 Zuckerplantagen. Und dann sollte geldtechnisch wirklich erstmal nichts anbrennen für die nächsten paar Jahre. Oh. Hier, die Ecke muss jetzt natürlich wieder weg. Straße neu anlegen. Einmal von hier. Von da, bitte. Genau. Und dann hier runter. Na, guck mal, endlich kommt da ein bisschen Charakter rein. Durch diese ganzen 90-Grad-Winkel. Okay, die werden jetzt hochgezogen. Das ist gar nicht schlecht. Die sollten gut bearbeitet sein, weil wir ja Wohngebäude in der Nähe haben. Wo war die Rumdistillerie da? Lass uns die doch direkt hier hinbauen. Und dann noch ein paar Wohngebäude. Ich würde sagen, wir können hier eigentlich auch Baracken hinsetzen. Vielleicht setze ich die dahinter. Weil ich glaube, diese Wohngebäude generieren so ein bisschen Verschmutzung, wenn ich das richtig interpretiere. Und manchmal verringert sich denn auf die Zeit die Ränder der Fruchtbarkeit. Denn ist nicht mehr die Fruchtbarkeit so wie zu dem Zeitpunkt, als wir das Ganze gesetzt haben, sondern die verringert sich dann. Das wollen wir ein bisschen vermeiden. Vielleicht kriegen wir das, indem wir die ein bisschen Platz lassen. Und das ist übrigens so gedacht, dass ich dann von hier. Ah ja, das darf ich gar nicht. Ärgerlich. Ich darf hier keine. Das sieht ja doof aus. Ja, wegen den kleinen grünen Straßen, die ihr hier seht. Lassen wir das erstmal so. Es geht ab im Zoo. Gut besucht. Bestien und Blut könnten wir im Zoo zeigen anstelle von Clowns und Popcorn. Das würde 5 Besucherplätze sinken um 5 pro Angestellte. Okay. Und die Gebühr steigt um 2, also mehr Kohle. Okay. Zauber und Magie. Besucherplätze steigt um 1 pro Angestellte, senkt die Servicequalität. Okay. Ja, und da steht er schon, das Zuckerrohr, ne? Ja. 12 Monaten ist Wahl. Das müssen wir hier beobachten. Aber ihr seht, wir haben da keine Probleme. 84% Zustimmung. Nur 15 dagegen. Es läuft ganz okay. 85% hier oben nochmal in groß. Wir haben schon 300 Einwohner. Uiuiuiui. Da müssen wir mit den Häusern wahrscheinlich doch noch ein bisschen nachlegen, oder? Arbeitsplätze haben wir zumindest genug. Da sind wir von der Geschwindigkeit her, kommen wir ganz gut mit. Aber wir haben hier arme Familien, die sich keine Häuser leisten können. Weiter Baracken. Und ich glaube, ich mache auch hier weiter. Komm, hier so ein Block. Eigentlich wollte ich ja nicht in Blocks arbeiten, aber machen wir das doch mal. Ja, vielleicht später die. Noch nicht. Was natürlich auch gut wäre, so ein Ölbohrturm und ein Bergwerk. Ne? Diese Bergwerke, die bauen wir natürlich dann hier auf diesen Ressourcen. Und wenn wir hier mal hinschauen, könnten wir hier tatsächlich. Das ist denn der Konflikt. Das ist das, was ihr am Anfang eigentlich mal checken müsst. Ne? Diese Fruchtbarkeiten. Weil dann passiert sowas. Ihr seht das hier.
Wir haben hier ein Kohlevorkommen und direkt da drauf ist unser Lama-Gehege, unsere Lama-Farm. Ach, sorry, das ist, weil ich das Ding noch an der Maus kleben habe. Nee, Ziegenfarm ist das, oder? Sind das nicht... Ziegen, genau, die müssten wir da wegholen. Also, es wird schon Sinn machen, so eine Eisenindustrie, oder? Wir sehen ja, hier wäre denn passend Eisen, da Kohle, könnten wir hier direkt arbeiten. Auf der anderen Seite hier Eisen in groß. Haben wir da auch Kohle in der Nähe? Nee, da wiederum nicht. Wie sieht es eigentlich auf den anderen Enden aus? Hier haben wir nämlich eine gute Goldproduktion. Oder ein gutes Goldvorkommen. Ja, nee, vielleicht sollten wir nicht übertreiben. Wir müssen jetzt nicht gleich noch irgendwie so eine Schwermetallproduktioner. Alternativ könnten wir eine Gerberei, eine Konservenfabrik, um unsere Bananen in Konserven einzutüten. Aber dazu brauchen wir auch Eisen, ne? Molkerei für die Lama-Milch. Nee, ich glaube eher Ziegenmilch, ne? Von Lamas kriegen wir eher... Leder. Zigarren haben wir, Schiffswerft. Ah ja, guck mal. Das ist jetzt nicht um Schiffe zu bauen tatsächlich, sondern einfach nur um... Ja, natürlich um Schiffe zu bauen, aber nicht, dass ihr Schiffe als Spieler bekommt, sondern ihr exportiert Schiffe, genauso wie ihr sonst Zigarren oder Milch exportiert. Ist jetzt nicht so, als wenn da dicke Kriegsschiffe vom Stapel laufen und auf einmal Tropico 6 zum Echtzeitstrategiespiel wird. Nope. Starwerk, Textilfabrik, Waffenfabrik. Also ich glaube, die Schiffswerft könnten wir eigentlich, weil das eine weiterführende Produktionskette ist von den Planken. Wollen wir die hier hinbauen? Passt da ganz gut, oder? Ich glaube, das ist gar nicht doof, weil... Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger von Tropico für euch stimmen wollen, Präsidente. Ich persönlich werde euch viele, viele Male wählen. Ja. Das glaube ich dir, Penultimo. Dankeschön. Aber ich brauche keine Unterstützung. Wir sind so cool. Wir brauchen wirklich keine Wahlmanipulation. Und was wollte ich gerade sagen? Money, money. Okay, das pendelt sich gerade ein. Ich glaube trotzdem, wir könnten noch ein paar Wohngebäude gebrauchen, wobei hier wirklich noch Platz ist. Und hier ist noch nicht ganz ausgelastet. Okay, fehlen uns tatsächlich Leute. Ah ja, tatsächlich. Guck mal, freie Arbeitsplätze 19. Ja, wunderbar. Guck mal, dann können wir jetzt ein bisschen warten, bis sich die füllen. Vielleicht noch ein, zwei Wohnungen platzieren irgendwo. Sind denn die Landhäuser besetzt? Die Wahl war ein wahrer Erdrutsch, Präsidente. Von der sprichwörtlichen Sorte. Nicht von der Sorte, die die Arbeiterschaft dezimiert. Okay. Also wir haben gewonnen, unsere Wahl, alles gut. 195 zu 17. Die scheinen das ja ganz gut zu machen, ne? Jetzt könnten wir natürlich hier wieder unsere Verfassung ändern. Aber wir bleiben bei dem, was wir eingangs da eingestellt haben. Präsidente, ich weiß, dass ihr immer eure Versprechen haltet, aber die Bürger nehmen es mit der Definition von erfüllten Versprechen heutzutage sehr genau. Okay, das ist nicht ganz so einfach, glaube ich tatsächlich, weil das könnt ihr nur sehr, sehr indirekt steuern. Durchschnittliche Arbeitszufriedenheit von 59 erreichen. Wenn wir hier links beobachten, gucken wir mal. Wir können natürlich direkt reingehen und den Leuten hier alle ganz viel Kohle geben, aber... In Folge war dies der großartigste und unvergesslichste politische Sieg in Tropicos Geschichte. Wir sind uns sicher, dass der Palast hier nur bescheiden ist. Arbeitszufriedenheit. Ja, also wie wir das natürlich machen, ist, wie gerade gesagt, entweder wir drücken das einfach hoch oder wir spielen hier mit den Dingern. Das ist aber ziemliches Micromanagement, wenn ich das jetzt in jeder Produktionsstätte nur wegen dieser einen Aufgabe machen wollen würde. Da sage ich eher, nee, ich warte einfach mal ab, ich habe ja noch 2000 Tage, vielleicht geht das von alleine.
Bauen wir einfach weiter. Das sind natürlich jetzt auch alles Gebäude der untersten Stufe, was da jetzt die Arbeit angeht. Na, auch Feldarbeit ist jetzt nicht unbedingt die spaßigste, kann ich mir vorstellen. Das ist schon harte Arbeit. Für Waffenfabrik brauchen wir später dann noch Stahl und Nickel. Und ich glaube, um Stahl herzustellen, brauchen wir auch noch Kohle. Also, wir brauchen erst das Stahlwerk und dann die Waffenfabrik. Später Pharma GmbH, ne? Was ich eigentlich gucken wollte, ist hier wegen den Häusern. Wohnen da schon Leute drin? Ja? Ja, okay. Das heißt, wir haben ein paar gut situierte, brauchen aber nicht unbedingt viel mehr neue. Ich könnte ja trotzdem einfach nur zu Demonstrationszwecken mal so ein Apartmenthaus hinsetzen. Die sind ganz schick. Die wohnen direkt hinterm... Die wohnen hier. Oder? Könnte ich hier einen Park zwischenbauen? Oder noch eine Klinik dahinter? Nee, das wäre... Ah, nee, komm, wo... Upp. Kann mich schwer entscheiden, wo soll ich die hin? Hier wird es natürlich... Komm, wir machen das so. Und dann ziehe ich auch gleich eine Straße da lang, bevor ich das später vergesse, weil da geht's nicht mehr. So, zack. Ich glaube, hier können wir auch einen Block wieder draus machen. Und... was bauen wir als nächstes? Wir sind ganz gut dabei. Was natürlich bergwerkstechnisch auch noch möglich ist. Hier ist alles voll mit Gold. Da können wir drauf gehen, aber das können wir jetzt nicht machen. Das wären 8 Bergwerke, die wir da platzieren müssen. Das schütteln wir jetzt mal eben nicht aus dem Ärmel. Die müssen wir ja tatsächlich auch denn bedienen, ne? Übrigens haben wir das schon gesehen. Hier, das sind diese... Ach, habt ihr das gelesen? Hier bei den Dingern in... Oh, wo ist das? In Venezuela oder was? Das, die Teile, wo sind die in echt? Irgendwo in Südamerika gibt es diese Dinger nicht. Und da ist letztens irgendwie so ein LKW drüber gefahren. Habt ihr das gelesen? Der hat das nicht gerafft. Der ist irgendwie einmal quer über die Dinger gefahren und hat die voll kaputt gemacht. Weiß nicht, ob er es mitgekriegt hat. Voll der Vollhonk. Aber das hier sind zum Beispiel Teile für Touristen. Oder war das so zumindest im Vorgänger? Kann ich jetzt nicht anklicken. Früher war das so, dass man da... Oder ist das hier? Guck mal hier. Ist das Gold? Vielleicht das sein. Hier ist noch so eine unentdeckte Indiana Jones Tempelstätte. Ist das lustig. Sogar noch mit Gold. Ist wahrscheinlich nur ein kleiner Gag, weil ich glaube nicht, dass es irgendwie... einsammelbar ist oder so, erst recht im Sandbox-Modus. In Peru. Peru war das, okay. Aber früher konnte man die ausbauen zu touristischen Besuchsstätten und ich denke, das wird hier auch gehen. So. Was ist noch los? Warten ein bisschen ab. Unser Geldsegen ist ein bisschen versiegt. So werden wir jetzt nicht mehr zugeballert mit Geld. Immer mal wieder reingucken in den Eimer nach. Die Leute sind halt obdachlos. Weil hier ist wahrscheinlich auch keiner eingezogen, oder? Oh doch, guck mal, wir haben schon ziemlich viele gut situierte Bürger. Dann probieren wir das nochmal. Wo kommen die denn her? Wer wird denn hier so gut situiert? Die Kriegsführung revolutioniert. Trotzdem besitzt Tropico keine Luftwaffe. Ja. Eine Stellungnahme des Palasts meint, lernt Flugzeuge zu fliegen, dann kriegen wir auch welche. Hm. Ja, die Fabrikarbeiter, da sind doch tatsächlich gut situiert. Deswegen kriegen die gleich ein neues Haus. Das Ding ist natürlich, dass die Fabrikarbeiter, gut, hier haben wir welche, hier sind eigentlich die Fabrikarbeiter. Deswegen passt hier doch wunderbar noch so ein Ding hin, oder? Das passt wirklich wunderbar hin. Dann haben die auch einen kurzen Arbeitsweg. Das ist dann tatsächlich ganz gut. Hier sehen wir, das mit der Arbeitszufriedenheit werde ich, glaube ich, ignorieren.
das wäre jetzt mir persönlich zu viel Micromanagement, das mal kurz auf 59 zu kriegen. Am Ende würde ich eh alles wieder zurückstellen, weil um das zu erreichen, müsste ich jetzt wirklich in jedem Gebäude versuchen, hier alles umzustellen. Oder wenn ihr einen Tipp habt, natürlich gerne raus damit, wie ich das jetzt hier mit zwei Klicks erledige. Eine Polizeiwache könnte ich auch noch mal bauen. Wo ist die? Wahrscheinlich... Da. Bisschen Sicherheit. Schön in die Mitte. Oder hier unten ist ja ein bisschen. Hier sind so die Slums. Ich würde sagen, wir knallen die Polizeileute hier hin. Am Hafen ist halt auch immer leicht kriminell. Deswegen glaube ich, gar nicht schlecht, wenn wir so machen. Weil das kann ich jetzt hier so nicht... Ich weiß nicht, ob die Straßen an diesem Hügel so baubar sind, wie ich mir das vorstelle. Gucken wir mal. Doch, kein Problem. Ah. Nee, hier kann ich bauen, wie ich will. Wunderbar. Dann machen wir mal so kurz die Polizei dahin. Ja? Bau doch eine Straße zu dem Tempel. Sagt Strockfist. Die Optionen. Kann ich machen. Wo sind die Dinger? Wisst ihr nicht, was das bringen soll, aber ich kann da gerne eine Straße hinbauen. Nee, kann ich nicht. Ha! Wieso kann ich da keine Straße hinbauen? Na doch, hier geht das irgendwie. Aber hier nicht. Nicht genau, warum das nur manchmal geht, hier eine Straße zu bauen. Aber gut, wir machen das so. Hier eine hübsche Kurve runter. Denn hier gerade Attacke und eine geile Kurve. Oh. Und dann hast du da, dann kannst du auch zum Tempel gehen. Bitteschön. Das bringt jetzt, glaube ich, nichts, aber wir beobachten das. Vielleicht habe ich ja Irrtum. Ich habe Irrtum. Ja, das ist Trubico, zumindest die ersten zwei Zeitalter. Es gibt noch mehr und immer mehr Gebäude, die dazukommen. Es macht tierisch viel Spaß. Es macht noch mehr gute Laune, als es Spaß macht, muss ich ehrlich zugeben. Und einziger Kritikpunkt ist, dass es nicht viel neu ist. Es gibt so eine Trubico-Basis und die erfüllen sie immer ganz gut. Man kriegt immer das, was man erwartet bei Trubico, aber wenig Neues. Wobei... Gut, es ist jetzt eine ganze Menge drin in Trubico. Es ist schon ein dicker Batzen. Aber gut, da habt ihr jetzt auch 6 Teile für gebraucht, um das mal zu einem dicken Batzen zu formen. Trotzdem, mir macht's Spaß. Ist jetzt auch schon seit einem Monat draußen. Und wenn euch mal langweilig wird von Anno oder den ganzen anderen Spielen, die euch gerade bombardieren, dann schaut doch mal da rein. Ist wirklich gut. Ich liebe es immer noch. Und vielleicht schauen wir auch mal wieder rein. Das war's von mir. Ciao.